Ja, an diesem schönen Sommerabend möchte ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr herzlich hier in der Kreuzkirche Tübingen begrüßen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute Abend erschienen sind. Außerdem begrüße ich alle, die heute Abend per Livestream mit dabei sind. Ganz herzlich willkommen auch an Sie. Den Anwesenden möchte ich sagen, dass die hier vorne Redenden allein die sind, die ins Bild kommen. Also sie werden jetzt nicht gefilmt dabei. Mein Name ist Hans-Peter Willi und ich stehe hier für den Veranstalter, die Buchhandlung H.P. Willi in der Tübinger Wilhelmstraße 8. Besonders herzlich begrüßen möchte ich den Referenten des heutigen Abends, Herrn Dr. Jan-Hendrik de Boer. Sie sind zusammen mit Ihrer Frau hier. Herzlich willkommen an Sie beide. Dr. Jan-Hendrik de Boer ist Historiker und arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen. Heute ist er direkt von der Reuchlin-Tagung in Pforzheim angereist. Er ist mit einer Arbeit über Johannes Reuchlin und den Judenbücherstreit promoviert worden und genau darum soll es ja heute Abend gehen. Das Thema lautet, Sie sehen es auch hier auf der Präsentation, warum man Bücher nicht verbrennen darf. Johannes Reuchlin, sein Ratschlag und der Judenbücherstreit. Sie alle ehren mit Ihrer Anwesenheit den großen Humanisten Johannes Reuchlin, der 1455 in Pforzheim geboren wurde und gestern vor 500 Jahren am 30. Juni 1522 in Stuttgart gestorben ist. Der Lebensweg von Johannes Reuchlin ist auch mit der Stadt und Universität Tübingen in vielfacher Hinsicht verbunden. Aber ich will ja jetzt nicht selber eine Rede halten, das werden Sie ja tun, sehr geehrter Herr de Boer. Noch etwas Organisatorisches möchte ich vorneweg schicken. Bitte achten Sie und respektieren Sie selbst die bekannten und zurzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie die Freiheit, eine Maske zu nutzen oder nicht. Eine Maske wird empfohlen, da wo Abstände nicht eingehalten werden können, also vielleicht nachher am Büchertisch. Zum Ablauf möchte ich noch sagen, nach dem circa 45-minütigen Vortrag werden Sie Gelegenheit haben, Zurückfragen an den Referenten. Nach dem offiziellen Schluss der Veranstaltung sind Sie dann herzlich eingeladen, noch etwas zu verweilen. Ja, den Büchertisch habe ich schon erwähnt. Der ist draußen aufgebaut. Vielleicht haben Sie ihn beim Reingehen schon gesehen. Besonders hinweisen möchte ich heute Abend auf drei Bücher. Das erste ist das Buch, was im Februar erschienen ist, das Reklamheft mit dem zweisprachig edierten Text des Gutachtens von Reuchlin an den Kaiser, das Sie, Herr de Boer, herausgegeben haben. Dann möchte ich noch mitbringen die Neuauflage von dem Buch von Max Brod über Johannes Reuchlin, das im Wallstein Verlag auch in diesem Jahr erschienen ist. Und längst vergriffen, aber bei mir noch erhältlich, das DTV-Lesebuch von Hans-Rüdiger Schwab, eine sehr verdienstvolle Zusammenstellung, ein biografisches Lesebuch. Alle drei Bücher werden draußen ausliegen. Sie können sie sich anschauen und auch erwerben. Schließlich möchte ich allen danken, die zur Vorbereitung und zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben, den Ehrenamtlichen der Kreuzkirche und der Kreuzkirchengemeinde, der ich selbst angehöre und die diesen Raum uns zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank. Nun wünsche ich Ihnen allen einen spannenden Abend und übergebe das Wort an Sie, lieber Herr de Boer.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung und Ihnen allen vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich für Johannes Reuchlin interessieren. Das ist ja sozusagen bei Jubiläen, bekommt ja solche, wächst ja Interesse da, wo vorher vielleicht keins war. Vielleicht haben aber bei Ihnen, es gab schon länger Interesse, das wäre natürlich schön, aber Sie können ja auch neu im Reuchlin-Business sein. Und ich versuche Sie heute Abend ein bisschen zu gewinnen dafür für Johannes Reuchlin und will Ihnen jetzt in den nächsten 45 Minuten erzählen, warum es sich lohnt, sich mit Johannes Reuchlin zu beschäftigen. Dazu will ich Ihnen zunächst einmal ein bisschen erzählen, wer war das überhaupt, was hat Reuchlin eigentlich so getrieben beruflich und in seinem Leben. Und dann wird es aber im Zentrum tatsächlich um den Judenbücherstreit gehen, also genau die titelgebende Frage, warum man Bücher nicht verbrennen sollte, eine Auseinandersetzung, die 1510 im Reich hochgekocht ist und dann so der letzte große Gelehrtenkonflikt vor dem Ausbruch der Reformation war. Und ganz am Ende will ich ein bisschen zusammenfassen und versuchen darzulegen, warum ich glaube, dass es sich eben tatsächlich lohnt, sich mit Reuchlin und dieser Thematik zu beschäftigen. Fangen wir mal mit dem Leben an. Das jetzt. Wunderbar. Also, ich habe hier ein paar wesentliche Lebensstationen aufgeführt. Reuchlin ist, wie Herr Willi eben auch schon gesagt hat, 1455 in Pforzheim geboren und was Sie dann sehen, ist eigentlich eine ganz typische Gelehrtenkarriere im Spätmittelalter. Also ist vieles ganz normal. Reuchlin studiert, Reuchlin geht nach Paris, hört dort die Artis und lernt ein bisschen Griechisch. Dann setzt er sein Studium fort, das ist ganz typisch für mittelalterliche Studenten, dass sie nicht an einem Ort studieren, sondern durch die Gegend reisen, also die akademische Peregrinatio ist im Mittelalter eigentlich sehr viel verbreiteter als heute. Er studiert ein bisschen in Basel, wird dort Magister und dann geht er wieder nach Frankreich und studiert die Rechte, nämlich in Orléans und in Poitiers. Er wird dann später in Tübingen promoviert. Und er macht drei Bildungsreisen sozusagen. Also eigentlich faktisch ist er tatsächlich in diplomatischen Diensten. In diplomatischen Diensten muss er nach Italien reisen, 1482, 1490 und 1498, aber Reuchlin ist Vollblutgelehrter und der nutzt die Gelegenheit, wenn er nach Italien kommt, um Kontakte zu knüpfen und um Bücher zu erwerben. Das sind seine beiden großen Zwecke und er nutzt die Reisen auch, vor allen Dingen die letzte 1498, um Hebräisch zu lernen. Italien, das wissen Sie wahrscheinlich, ist in dieser Zeit eine erlebt eine kulturelle Blüte, ist also insbesondere in Florenz, aber auch in Rom, wo Reuchlin beide sowohl als auch hinkommt, steht die Renaissance in voller Blüte. Der Humanismus wird praktiziert und Reuchlin erwirbt dort sehr wichtige Kenntnisse und sehr wichtige Kontakte. Also die humanistische Bewegung basiert sehr stark auf eben persönlichen Kontakten. Das ist ein Netzwerk und dieses Netzwerk will aktiv geknüpft werden. Und die eine Möglichkeit dafür ist, man schreibt sich Briefe und die andere Möglichkeit ist, man trifft sich persönlich und Reuchlin nutzt diese Gelegenheiten tatsächlich, Leute persönlich zu treffen, die ihn interessieren und er erwirbt immer wieder Bücher, weil der Buchhandel, also heute ist das natürlich dank Buchhandlungen wie den von Herrn Willi ganz einfach, alle wichtigen Bücher auch in Tübingen zu bekommen, aber im Spätmittelalter ist das so eine Sache. Die ganz neuen, tollen griechischen Ausgaben, die bekommt man eben zum Beispiel in Venedig und das ist ganz, ganz schwierig und extrem teuer, diese Sachen nördlich der Alpen zu bekommen, also ist es einfacher, man holt sie sich direkt aus Italien oder man hat irgendwelche Emissäre, das macht Reuchlin auch sehr gerne, die für ihn Bücher kaufen. Er schickt dann immer irgendwelche Listen los und dann sollen arme Menschen diese Bücher erwerben in Italien. Meistens kriegen sie dann nicht das, was Reuchlin haben will oder es ist viel zu teuer und dann wird sehr viel hin und her verhandelt. Das ist alles sehr schwierig, aber irgendwie, Reuchlin ist da unglaublich beharrlich. Also meistens kriegt er, was er will und am Ende hat er eine sehr, sehr schöne bedeutende Gelehrtenbibliothek, eine der bedeutendsten spätmittelalterlichen Gelehrtenbibliotheken, die sowohl viele lateinische, griechische und hebräische Werke umfasst. Und da sehen Sie schon, Reuchlin war ein Mann der Bücher, ein Mann der Sprachen, aber das heißt eben auch ein Mann der Bücher. Wir haben keine zeitgenössische Darstellung von Johannes Reuchlin. Wenn Sie sich zum Beispiel mal mit Erasmus von Rotterdam beschäftigt haben, wird Ihnen vor Augen sein beispielsweise das Porträt von Holbein oder
die Radierung von Dürer. Von Reuchlin haben wir kein zeitgenössisches Porträt. Es gibt zwei zeitgenössische Abbildungen, die man aber nicht als Porträts lesen sollte. Eine habe ich Ihnen hier angeworfen, das ist von einem Einblattdruck von 1516. Das ist, der ist entstanden im Kontext des Judenbücherstreites. Das ist ein polemischer Text, in dem Reuchlin gegen seine Gegner verteidigt werden soll. Und das soll Reuchlin darstellen. Also Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass Reuchlin wirklich so vor allen Dingen vom Gesicht her ausgesehen hat. Aber interessant für uns ist, er wird hier als Gelehrter dargestellt. Und hier gibt es jetzt so eine tolle Zoom-Funktion. Jetzt versuche ich mal das Ach, toll. Also, da sehen Sie ganz typisch sozusagen die mittelalterliche Gelehrtentracht. Also er hat ein Barett auf und er ist ein Jurist. Und das sehen Sie an diesem üppigen Pelzkragen. Und dazu trägt er eben so einen Gelehrtenmantel. Also er wird hier als ganz typischer Gelehrter vorgestellt. Und auch wenn Reuchlin vielleicht nicht vom Bild so ausgesehen hat und vielleicht auch nicht so eine üppige Haarpracht hatte, aber Sie können sich vorstellen, dass er häufig so gewandet durch die Gegend ging. Daran konnte jeder sehen in der Stadt, das war ein Gelehrter und das war vor allen Dingen ein Jurist. Also ganz wichtig ist eben, welchen Pelz man hatte. Und Juristen, die standen ganz oben in der Hackordnung neben den Theologen und hatten besonders schönen Pelz. Machen wir mal weiter mit Reuchlins Karriere. Reuchlin macht dann eigentlich erstmal das, was man als gelehrter Jurist und Humanist so macht. Man tritt in fürstlichen Dienst. Er wird gelehrter Rat. Er wird Mitarbeiter sozusagen des Württemberger Landesherrn Eberhard im Barte, der dann später Kurfürst wird, und als solcher berät er ihn und ist vor allen Dingen für ihn diplomatisch und juristisch tätig. Auch das ist eine ganz typische Station. Im Spätmittelalter gibt es einen Prozess der Professionalisierung und die Fürstenhöfe sind daran interessiert, Gelehrte zu gewinnen, humanistisch gebildete Gelehrte und noch besser Juristen und am allerbesten, wenn die beides können. Und das ist genau bei Reuchlin der Fall. Und seine Zeit bei Eberhard dem Barte ist relativ erfolgreich. Und diese vielen diplomatischen Verdienste, die er da erwirbt, seine diplomatischen Reisen, tragen ihm unter anderem auch die Nobilitierung ein. Also er wird zum Adligen ernannt von Kaiser Friedrich III. Während eines langen Aufenthalts in Linz, den er, und damit sind wir bei einem anderen zentralen Thema neben Karriere, natürlich wieder nutzt, um Sprachen zu erlernen. Er lernt nämlich in diesem Fall Hebräisch bei dem jüdischen Leibarzt des Kaisers. Reuchlin macht nun weiter als Jurist Karriere. Derzeit gibt es den sogenannten Schwäbischen Bund. Das ist eine Verbindung von Städten hier in der Region und die haben ein Bundesgericht, wo, wenn diese Städte entweder untereinander streiten oder mit irgendwem anders streiten, Recht gesprochen werden kann. Und dort gibt es ein ständiges Gericht, drei fest besoldete Richter. Und Reuchlin ist einer dieser Richter von 1502 bis 1513. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Was da passiert, das erzähle ich Ihnen gleich. Und erst am Ende seines Lebens wird er tatsächlich Professor. Zunächst Professor für Griechisch und Hebräisch in Ingolstadt, 1520, vor allen Dingen auf Vermittlung von Willibald Pirkheimer, einem sehr bekannten Humanisten und Freund von Johannes Reuchlin. Dann bricht die Pest aus in Ingolstadt. Reuchlin sucht das Weite und geht nach Tübingen und wird dort ebenfalls Professor. Und wie Herr Willi schon gesagt hat, gestern vor 500 Jahren ist er in Stuttgart am Gelbfieber gestorben. Er ist dort bestattet. Sein Grab kann man heute in der Leonardskirche besichtigen. Auch seinen Grabstein, den er übrigens als vorsorglicher, mittelalterlicher Mensch bereits 1501 sich selbst hat errichten lassen. Also ist immer gut, einen Grabstein schon mal auf Lager zu haben. Dann weiß man, was da draufstehen soll und wird nicht irgendwie unangenehm überrascht im Tod. So, also was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist eigentlich eine erstmal relativ klassische, typische Gelehrtenkarriere. Das ist ein sehr erfolgreicher Gelehrter, aber das ist eigentlich das, was man erwarten kann von einem Humanisten und Juristen, der so gut ausgebildet ist wie Johannes Reuchlin. Soweit also gar nichts Besonderes. Wenn das alles gewesen wäre, wären Sie wahrscheinlich heute Abend nicht hier und ich auch nicht. Denn dann wäre Johannes Reuchlin Spezialisten bekannt und für Spezialisten auch interessant. Und Humanismusforschung ist eine ganz tolle Sache, ich will das gar nicht schlecht machen. Aber das allgemeine Interesse an Johannes Reuchlin liegt an etwas anderem, nämlich dem Wendepunkt, der sich 1510 ereignet hat. 1510 ist das Jahr, das Reuchlins Leben tatsächlich dramatisch verändern sollte, ohne dass Reuchlin das wahrscheinlich sofort gewusst hat. Im August 1510, Ende August 1510, hat ihn ein Brief erreicht, ein Brief des Mainzer Erzbischofs, der ihm einen kaiserlichen Auftrag, einen Auftrag Kaiser Maximilians I. weitergeleitet hat.
Es ist der Auftrag, ein Gutachten zu schreiben, wie man mit jüdischen Büchern umgehen solle. Und in diesem Mandat, dem kaiserlichen Mandat, das der Erzbischof weiterleitet, steht, Reuchlin solle eben darlegen, ob alle jüdischen Bücher mit Ausnahme der Bibel eingezogen und vernichtet werden sollten. Reuchlin schreibt dieses Gutachten, das ist am 6. Oktober 1510 fertig und das ist eben dieser Ratschlag, ob man den Juden all ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen soll, der jetzt in einer Neuausgabe im Reclam-Verlag erschienen ist, die ich dankenswerterweise besorgen durfte und ist ein ganz toller Text, kann ich Ihnen schon sagen, ein Text, den ich Ihnen wärmstens ans Herz lege, ist nämlich ein ganz interessantes Dokument. Was da genau drinsteht, werde ich Ihnen noch sagen. Reuchlin verfasst sein Gutachten, er ist nicht der einzige. Es gibt noch ein paar andere Gutachten, es gibt noch zwei andere Individualgelehrte, die sozusagen Gutachten verfassen, nämlich ein Dominikaner, Jakob Hoogstraten, das ist ein Theologe, der an der Universität Löwen ausgebildet worden ist und jetzt in Köln tätig ist, der ist der Prior der örtlichen Dominikaner und zugleich auch Inquisitor, also der ist zuständig qua Amt für die Rechtgläubigkeit. Ein weiterer Gelehrter ist Viktor von Karben, das ist nun ein Konvertit, der Priester ist am Kölner Dom und hat einen judenfeindlichen Traktat geschrieben und ist nun auch um Rat gefragt worden und soll auch irgendwie erklären, wie man mit diesen jüdischen Büchern umgehen soll. Und es werden drei Universitäten um Rat gefragt, nämlich die Universitäten Köln, Mainz, Erfurt und Heidelberg. Und überraschenderweise, wahrscheinlich zumindest für die Auftraggeber, für den Kaiser und den Erzbischof, sind sich alle einig, mit Ausnahme von Reuchlin. Alle anderen sagen, ja, jüdische Bücher soll man einziehen und prüfen und vernichten, wenn sie irgendwie problematisch sind. Das ist ein bisschen gestuft, also die Kölner und Jakob Hoogstraten, die sind besonders scharf, die Heidelberger versuchen das so ein bisschen moderater zu gestalten, aber im Grunde sind die eigentlich alle einer Meinung, also die sehen jüdische Bücher als große Gefahr und sind der Meinung, die muss man eben prüfen, erstmal aus der Welt schaffen, dann kann man vielleicht ein paar Sachen zurückgeben, aber im Prinzip ist die normale Erwartung einziehen und verbrennen. Reuchlin sieht das ganz anders. Reuchlin sagt, nein, erstmal sollte man Bücher nicht verbrennen, das ist gar keine gute Idee und erst recht keine jüdischen Bücher. Zu der Begründung komme ich noch, ich will ja Sie ein bisschen Spannung schaffen sozusagen. Der Kaiser ist nun ein bisschen ratlos und weiß eigentlich nicht, was er machen soll, denn Reuchlin hat sehr ausgiebig gegutachtet und ist ja ein angesehener Mann, die anderen haben es teilweise relativ kurz abgehandelt, das sind eher so ein bisschen undemotivierte Pflichtübungen, vor allen Dingen von den Universitäten. Der Kaiser setzt darauf eine Kommission ein, also das macht man ja heute auch, wenn man nicht weiter weiß, fragt man jemand anders. Und diese Kommission prüft nun diese ganzen Gutachten und sagt, ja, also die Mehrheit hat recht. Reuchlin irrt und die Mehrheit, der soll der Kaiser doch folgen und das ist ein gewisses Problem, denn wenn man als Gelehrter irgendwie gegen den Konsens der Universitäten und von angesehenen und einflussreichen Gelehrten steht und vor allen Dingen es sich um Glaubensdinge handelt, ist das nicht so ganz ungefährlich, da droht im Zweifelsfall eine Heresieanklage. So sieht das auch für Reuchlin aus. Nun mögen Sie fragen, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum kommt man überhaupt auf die Idee, 1510 zu fragen, warum soll man denn jetzt nun jüdische Bücher vernichten? Das scheint ja erstmal irgendwie relativ abwegig. Und tatsächlich basiert das Ganze auf einer Kampagne. Eine Kampagne angestoßen von Johannes Pfefferkorn. Johannes Pfefferkorn, wahrscheinlich mit Geburtsnamen hieß er Josef Pfefferkorn, war zunächst Jude, ist vermutlich um 1469 geboren. Wir wissen eigentlich von seiner Frühzeit relativ wenig. Er scheint irgendwie vielleicht einen Rabbiner in der Familie gehabt zu haben, also kennt sich ein bisschen durchaus mit jüdischen Riten aus. Auf jeden Fall konvertiert er vermutlich 1504 zum Christentum. Und er wird sehr früh, sehr stark gefördert von den Kölner Dominikanern. Und zunächst macht er das, was viele Konvertiten machen. Es gibt im Mittelalter eine ganz perfide Strategie sozusagen für Konvertiten. Konvertiten verlieren all ihr Vermögen. Und das heißt, die sind erstmal in einer völlig prekären Position. Und sie müssen, also sind entweder darauf angewiesen, dass sie christliche Gönner und Förderer haben, oder sie müssen sich irgendwie ihr Geld verdienen. Sie verfügen aber nicht über das wichtigste Kapital, was man im Mittelalter hat, nämlich soziale Beziehungen.
Und das heißt, sie haben einfach ein enormes Problem, wenn sie irgendwie ihr Leben einigermaßen angemessen fristen wollen. Pfefferkorn hatte Frau und Kind, also der musste irgendwas machen. Und er macht nun das, was man gar nicht so selten bei Konvertiten im Mittelalter findet. Die fangen an, sich in der Judenmission zu betätigen. Und das macht Pfefferkorn auch. Der zieht offensichtlich, soweit wir das rekonstruieren können, durch die Lande, vor allen Dingen durch Süddeutschland und versucht, seine ehemaligen Glaubensgenossen zu konvertieren. Das Ganze ist ein fürchterlicher Fehlschlag. Also offensichtlich funktioniert das gar nicht. Also Pfefferkorn ist ein wirklich gescheiterter Missionar und er bricht das Ganze auch relativ schnell ab. Aber er erkennt seine wahre Begabung. Seine wahre Begabung ist nämlich, Hass zu publizieren. Und das findet er 1507 raus. Er beginnt nämlich eine publizistische Kampagne gegen das Judentum. Er veröffentlicht in unglaublich schneller Folge zunächst meistens volkssprachliche, also deutschsprachige Texte, häufig Niederdeutsch, in denen er die Christen aufklären will darüber, was Juden eigentlich so machen. Und er nutzt nun sein Erfahrungswissen. Also Pfefferkorn ist kein Gelehrter, er konnte wahrscheinlich kein Latein. Das heißt, er schöpft sein Wissen nicht aus den ganzen mittelalterlichen Traktaten, die gegen Juden geschrieben worden sind, wie das bei Gelehrten normalerweise ist, sondern Pfefferkorn berichtet von seiner eigenen Erfahrung. Und er schreibt solche Bücher. Das erste heißt, da sagt der Titel, ist Titel schon Programm, das erste heißt Judenfeind und das zweite heißt Judenbeicht. Das erscheint 1508 und das will eben enthüllen, welche jüdischen Gebräuche es gibt. Und das sehen Sie hier schon auf dem Titelbild. Also wir haben hier eine Synagogenszene und vermutlich, also hier in der Mitte sehen Sie das Blasen des Schofars, da wo der Pfeil jetzt ist. Das ist wahrscheinlich das jüdische Neujahrsfest, was hier dargestellt wird. Und Pfefferkorn führt eben in die jüdischen Riten ein. Das sind aber keine wertneutralen, einfach nur Berichte, die sozusagen mal informieren sollen, sondern das ist der Versuch, Juden lächerlich zu machen und die jüdischen Riten zu entlarven als Torheit. Das richtet sich also an ein zunächst mal christliches Publikum, das irgendwie informiert werden soll, wie schlimm Juden und ihre Riten sind. Und relativ früh ist das nicht nur ein ziemlich vergiftetes Informationsangebot, sondern das ist tatsächlich eine Agitationskampagne, denn Pfefferkorn richtet sich ganz explizit an die Obrigkeit, also an die Machthaber vom Kaiser bis zu den Fürsten und denen wirft er vor, sie täten nichts gegen die Juden. Er imaginiert eine ganz schlimme jüdische Gefahr, also angeblich wollen die Juden irgendwie den Christen ganz schlimm schaden. Da hat er dann immer irgendwie die typischen Geschichten, die man im Mittelalter eben so hat, also Ritualmord, Vorwürfe und Hostienfrevelprozesse. Das erzählt er alles, das ist so Gemeingut in antijüdischen Schriften, das verbreitet Pfefferkorn auch. Und er leitet daraus den Auftrag der Obrigkeit ab, gegen Juden vorzugehen. Im schlimmsten Fall werden Juden vertrieben, das ist auch relativ gängige Praxis im Spätmittelalter. Das geht meistens einher mit der finanziellen Ausplünderung von Juden, also man plündert die erst finanziell aus und dann vertreibt man sie und mitunter lässt man sie dann wieder zurück, wenn sie nochmal was zahlen. Also es ist ein ganz gängiges Spiel sozusagen, das die christliche Obrigkeit da treibt. Das reicht Pfefferkorn aber nicht. Und Pfefferkorn sagt, man sollte doch eigentlich, das Ziel muss sein, Juden zu missionieren. Und er nimmt an, dass das große Hindernis ist, warum Juden sich nicht missionieren lassen, warum sie sich auch nicht von ihm haben missionieren lassen, weil sie ihre Bücher haben. Und er geht davon aus, dass die jüdischen Bücher eben der Grund sind, warum die Juden, wie das damals hieß, verstockt sind. Also in ihrer Religion, die ja aus christlicher Sicht falsch war, verharren und sich nicht bekehren lassen wollen. Das Interessante daran ist, dass das durchaus auf seiner Erfahrung als Jude wahrscheinlich basiert, nämlich, das wissen Sie vermutlich, Bücher sind im Judentum ganz zentral, also nicht nur die Bibel, sondern auch Liturgika und so etwas sind ganz zentral, um zum Beispiel das jüdische religiöse Leben durchführen zu können. Und dieses Wissen, darüber verfügt Pfefferkorn und das nutzt er eben zu dem Vorwurf, diese Bücher sind eine große Bedrohung und die verhindern sozusagen das Heilswerk. Und deshalb
fordert er, man müsse jetzt den Juden ihre Bücher fortnehmen. Dieser Pfefferkorn scheint irgendwie ein sehr charismatischer Mann gewesen zu sein. Man liest das teilweise, kann das in seinen Schriften teilweise sehen. Das sind sehr unangenehme Schriften, also es ist wirklich keine Freude, die zu lesen, weil die voller Hass irgendwie sind. Aber das wissen Sie ja vielleicht manchmal, wenn Sie sich in Social Media oder so bewegen. Hass ist eben auch durchaus eine Währung und kann irgendwie ansteckend sein. Und das hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Denn Pfefferkorn findet hochrangige Unterstützung für seinen Plan. Ihm gelingt es, die Schwester des Kaisers, die Nonne ist, Kunigunde, zu überzeugen, seinen Plan zu unterstützen, alle jüdischen Bücher im Reich fortzunehmen. Die Bibel ist ausgenommen, das ist immerhin klar. Also die Bibel, die jüdische Bibel, die soll nicht fortgenommen werden, aber alles andere. Und diese Schwester des Kaisers, von Kaiser Maximilian, vermittelt Pfefferkorn den Kontakt zum Kaiser. Und tatsächlich gelingt es Pfefferkorn, vom Kaiser ein Mandat zu bekommen, das ihn zum Bevollmächtigten in Sachen der jüdischen Bücher ernennt. Und Pfefferkorn zieht dann durch Südwestdeutschland und vor allen Dingen am Rhein und am Main entlang und beschlagt da Bücher. Den größten Erfolg verzeichnet er in Frankfurt 1509, wo er 168 Bücher beschlagnahmt. Das mag Ihnen heute gar nicht so wahnsinnig viel vorkommen, weil Sie müssen sich vorstellen, hebräische Bücher, wir sind ja schon im Druckzeitalter, aber hebräische Bücher sind, gerade jüdische Bücher sind in der Zeit nur handgeschrieben. Das sind Unikate und das erfährt auch Reuchlin. Hebräische Bücher sind wahnsinnig schwer zu bekommen, vor allen Dingen nördlich der Alpen. Durch die jahrhundertlange Verfolgung ist das Bildungsniveau der Juden nördlich der Alpen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden und es gibt einfach viele Kreise, nicht, also die gelehrten Kreise sind überwiegend zerstreut, sind geflohen irgendwo in den Süden und damit gibt es eben sehr wenig Bücher, man kann kaum Nachschub bekommen, es gibt auch nicht mehr die Gelehrten, die einfach irgendwas aufschreiben können. Also was hier passiert, wenn 168 Bücher fort sind, ist, es wird praktisch das religiöse Leben der Frankfurter Juden zerstört. Und es gibt auch andere Konfiskationen, zum Beispiel in Worms, in Mainz und in Bingen. Und nun passiert was Überraschendes, denn die Juden lassen sich das nicht gefallen. Vor allen Dingen die Frankfurter Judengemeinde wird extrem aktiv und die nutzt ihre Kontakte zu dem Stadtrat, ist, und das kann man an Archivalien, die heute sich im Frankfurter Stadtarchiv befinden, wunderbar rekonstruieren. Die agieren so irgendwie im Verborgenen, also die wagen sich gar nicht an die Öffentlichkeit, sind aber unglaublich geschickt, denn die wissen genau, an wen sie sich wenden müssen, um ihr Recht durchzusetzen. Und denen gelingt es tatsächlich durch sehr überzeugende rechtliche Argumente und, wie das immer so ist, durch Geldzahlung. Kaiser Maximilian ist permanent verschuldet und seine ganze Familie auch. Und blöderweise hat ein Verwandter von ihm wertvollen Schmuck versetzen müssen. Den will er jetzt aber zurückhaben, kann ihn nicht auslösen. Und die Frankfurter Juden geben nun einen extrem großen Betrag als vorgeblich Darlehen, wissen aber, das werden sie wohl nie wiedersehen. Aber in dieser Kombination zwischen geschickter Diplomatie, rechtlichen Argumenten und letztlich Bestechung gelingt es ihnen tatsächlich, den Kaiser dazu zu bringen, alle Bücher wieder zurückzuerhalten. Damit ist Pfefferkorns Kampagne zunächst erstmal gescheitert und Sie werden gesehen haben, Reuchlin spielt noch gar keine Rolle, überhaupt auch gar kein christlicher Gelehrter. Das ist erstmal die Leistung der Frankfurter Judengemeinde, dass die das Unheil abgewendet haben. Aber Pfefferkorn gibt keine Ruhe, sondern der agitiert weiter und der Kaiser will nun auf sicherem rechtlichen Grund stehen. Und nun kommt genau das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Der Kaiser weist den Mainzer Erzbischof an, Gutachten einzuholen und Reuchlin ist eben einer der Gutachter. Warum nun Reuchlin? Reuchlin ist, ganz kurz zusammengefasst, der wichtigste Hebraist nördlich der Alpen, der wichtigste christliche Hebraist. Er hat bei jüdischen Gelehrten Hebräisch gelernt, vor allen Dingen bei dem schon angesprochenen Leibarzt Kaiser Friedrichs III., Jakob ben Jehiel Lohans, und bei einem Talmud-Gelehrten in Rom, Obadja ben Jakob Sforno. Und offensichtlich war Reuchlin ein Mann, der sehr große Fähigkeiten im Sprachenlernen hatte. Also Reuchlin hat sehr viele Sprachen gesprochen, hat auch Französisch gesprochen und Italienisch und eben Latein, Griechisch und auch eben sehr gut Hebräisch. Für einen Christen offensichtlich ausgesprochen gut. Er hat sehr, sehr viele hebräische Handschriften erworben und tatsächlich sich mit hebraistischen Werken
hervorgetan. Und die kann man in zwei Gruppen unterteilen. Einerseits ist das, was Reuchlin besonders interessiert hat, ist die Kabbala, also eine jüdische mystische Geheimlehre, die versucht, Reuchlin christlich umzudeuten. Also er liest sehr viele hebräische kabbalistische Texte und glaubt darin, eine geheime Offenbarung zu sehen, die die Wahrheit des Christentums erweisen soll. Und er schreibt da zwei große Dialoge, kabbalistische Dialoge auf Latein, die christliche Leser einführen sollen in dieses kabbalistische Wissen. Der erste erscheint 1494 und heißt übersetzt das wundertätige Wort. Und der zweite, sein Meisterwerk sozusagen in diesem Bereich der christlichen Kabbala, erscheint 1517 mitten im Judenbücherstreit und heißt die Arte Kabbalistica, also von der kabbalistischen Wissenschaft. Und neben diesen kabbalistischen Studien veröffentlicht er klassisch-hebraistisch-philologische Studien, nämlich vor allen Dingen eine fundamentale Grammatik, die erste große hebräische Grammatik, die im Druck erscheint und die erste große hebräische Grammatik, die ein Christ verfasst hat, 1506, De Rudimentis Hebraicis. Übrigens ein schrecklicher buchhändlerischer Flop. Also sein Buchhändler ist ganz verzweifelt. Es gibt eine sehr üble Korrespondenz zwischen den beiden. Die zerstreiten sich kurzzeitig mal, weil Reuchlin gedacht hat, da einen Bestseller zu produzieren und mal schlappe 1500 Exemplare hat drucken lassen. Das war für die damalige Zeit gewaltig. Und seinem Buchhändler Anselm wollen irgendwann die Keller sozusagen über vor diesen Büchern. Der wurde die nicht los, niemand wollte es haben. Irgendwann hat Reuchlin den ganzen Kram aufgekauft und dann seinen Freunden geschenkt. Es ist trotzdem ein ganz fundamentales Werk. Es leidet an ein paar konzeptionellen Problemen, aber das ist eine Seite daraus. Und Sie sehen hier, also das ist bei Thomas Anselm gedruckt, das ist eine ganz tolle hebräische Type. Das ist wirklich einer der, wo ist es da? Das ist einer der ersten Drucke, der tatsächlich in dieser Perfektion hebräische Lettern druckt. Also wenn Sie Bücher noch aus dem späten 15. Jahrhundert sich angucken, dann ist das teilweise nur eingezeichnet oder sieht wirklich ganz krude aus. Sie sehen aber hier auch neben dem Hebräischen, das ist alles Latein. Also das ist ein lateinisches Werk, das eben ins Hebräische einführen soll. Das ist auch nach dem Vorbild lateinischer Schulwerke konzipiert, soll aber ins Hebräische einführen. Didaktisch hat Reuchlin ein paar falsche Entscheidungen getroffen, deshalb hat das buchhändlerisch eben nicht so geklappt. Aber es ist trotzdem eine enorme Leistung, also tatsächlich das Wissen, was eben da ist. Er nutzt sehr viele jüdische Grammatiken, aber die eben tatsächlich ins Lateinische zu übertragen und zusammenzuführen. Und diese Expertise führt tatsächlich dazu, dass Reuchlin 1510 eben gefragt wird. Also er ist sozusagen der anerkannte Hebraist und der Mann, den man irgendwie fragen muss, wie man eben mit den jüdischen Büchern umgeht. So, nun habe ich Sie so lange auf die Folter gespannt, jetzt wollen Sie doch vermutlich wissen, was in seinem Ratschlag nun steht. Grundsätzlich sagt Reuchlin, man soll den Juden ihre Bücher belassen. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Gattungen jüdischer Bücher, das ist auch so ein bisschen eitel, also als Humanist ist er sehr, sehr eitel, das sind alle Humanisten und Reuchlin auch. Und er muss, also kann es nicht lassen, immer mal so seine Bildung zu demonstrieren. Das ist auch einer der Gründe, warum irgendwann die Universitätsgelehrten wirklich von ihm die Nase voll haben, weil er ihnen immer zeigen muss, dass er noch viel mehr weiß. Solche Leute können sehr anstrengend sein. Und Reuchlin macht das mit großer Überzeugung und in seinem Ratschlag untergliedert er das jüdische Schrifttum und zeigt eigentlich, dass das überwiegend völlig unproblematisch ist. Entweder es ist Bibel oder Bibelexegese, dagegen kann man eigentlich überhaupt nichts haben. Die Bibel ist ja auch bei Christen anerkannt und die Bibelexegese ist fundamental zum Verständnis der Bibel. Und wie Reuchlin auch gleich schreibt, auch für christliche Gelehrte fundamental. Also ohne diese hebräische, rabbinische Bibelauslegung kann man eigentlich das Alte Testament nicht verstehen. Und er hat dann auch so eine böse Spitzen gegen die mittelalterliche Theologie und sagt, die ist ja rein lateinisch und sagt also, das wird so nichts. Wenn ihr nicht den Urtext kennt und nicht die rabbinische Auslegung, dann schreibt ihr vielleicht interessantes Zeug, aber eigentlich hat das nichts mit dem Eigentlichen zu tun. Das ist schon wieder so eine Spitze gegen die Universitäten. Und Sie können sich vorstellen, wenn dann zu viele Spitzen gegen die Universität kommen, dann ist irgendwann noch gut. Und er zeigt eben, dass es da weitere Texte gibt. Dichtung ist auch erstmal kein Problem. Naturwissenschaftliche Schriften, naturkundliche Schriften, Lehrbücher der Medizin, dagegen kann man eigentlich überhaupt nichts haben. Das ist eine ganz geschickte Strategie, weil er damit sozusagen immer größere Brocken dieser hebräischen Literatur
wirklich buchstäblich aus dem Feuer nimmt, weil er immer sagt, also das ist doch überhaupt kein Problem, was soll man denn dagegen haben, dass die da irgendwie über Heilpflanzen berichten, das ist doch vielleicht ganz interessant. Und warum sollte man das denn nun verbrennen, nur weil es auf Hebräisch ist, gibt doch keinen Sinn. Er macht nur eine einzige Ausnahme und er sagt, es kann ja sein, dass es sogenannte Schmachbücher gibt, also Bücher, die geschrieben werden, ausschließlich um Christen zu schmähen. Und tatsächlich gibt es solche Bücher, es gibt nicht so viele, aber es gibt zwei und die sind in der christlichen Literatur über Juden spielen die dauernd eine riesige Rolle. Das sind zwei mittelalterliche Texte, die tatsächlich antichristlich sind, antichristliche Polemiken. Und da sagt Reuchlin, ja, also das kann man unter Umständen vernichten. Also Bücher, die sozusagen nur geschrieben worden sind, um andere schlecht zu machen, die kann man aus der Welt nehmen. Das sind aber wirklich Ausnahmen und Reuchlin sagt auch gleich, also er hätte die noch nie gesehen, diese Bücher. Und es ist Pfefferkorns großes Problem, dass er in diese Kampagne gezogen ist und gesagt hat, also er wird diese ominösen Schmachbücher finden und er findet die nicht. Keine jüdische Gemeinde besitzt die, sondern die haben einfach nur ganz langweilige Gebetbücher, Liturgika und Bibeln und so etwas. Und das ist eigentlich überhaupt kein Skandalisierungspotenzial. Also Reuchlin weiß das offensichtlich und nutzt das sehr geschickt aus. Trotzdem ist das auch aus heutiger Sicht natürlich ein ganz interessanter Punkt. Also zu sagen, es gibt ein paar Bücher, die eben wirklich nur sozusagen von Hass und Schmähsucht getrieben sind, die sind ein Problem. Allerdings Reuchlin sagt sogar, naja, man muss sich vielleicht mal in die Juden reinversetzen, wenn wir ständig, also wir Christen, ständig die Juden schlecht machen und verunglimpfen, dann müssen die sich vielleicht auch mal irgendwann wehren. Das muss man doch auch mal verstehen. Also da geht er extrem weit. Das ist für die damalige Zeit eigentlich ein ganz sensationelles Argument. Es kommt nur so en passant, aber das ist schon sehr, sehr kühn. Und ganz zentral ist, dass Reuchlin den Talmud verteidigt. Also das große Werk rabbinischer Überlieferung. Und das ist ein Werk, was eben tatsächlich sehr häufig verbrannt worden ist. Also es gibt eine ganze Reihe Talmud-Verbrennungen im Mittelalter. Es geht im 13. Jahrhundert los, meistens auf päpstliche Anordnung, aber auch teilweise auf Anordnung lokaler Machthaber. Und das ist eigentlich ein Buch, was eben gerne eingesammelt und dann öffentlich symbolisch verbrannt wird. Also diese ganzen Bücherverbrennungen, die es im Mittelalter durchaus gegeben hat, sind eigentlich symbolische Leistungen. Es ist nicht so wichtig, das Buch ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, aber es wird damit markiert als eben etwas Schlimmes, öffentlich markiert als etwas ganz Schlimmes. Und Reuchlin verteidigt den Talmud und sagt, ja, da stehen vielleicht auch antichristliche Dinge drin, aber nicht überwiegend, sondern eben nur zum Teil. Und damit ist das eigentlich kein Problem, das müssen wir aushalten können. Wir sind eigentlich die Stärkeren als Christen und dann müssen wir uns, salopp gesagt, auch nicht so anstellen. Denn da steht auch ganz viel Interessantes drin. Da steht ganz viel, eben unter anderem geheime Offenbarung und sozusagen ganz wichtiges Wissen drin, was wir Christen brauchen. Deshalb brauchen wir gerade diesen Talmud. Und damit schert er eigentlich aus dem Konsens der christlichen Gelehrten aus. Er ist nicht der allererste, der den Talmud verteidigt. Ein paar Gelehrte vor ihm machen das auch schon, überwiegend Konvertiten. Aber er ist einer der ganz wenigen. Und das ist schon ein kühner Zug, weil er weiß, dass dieser Talmud enorm emotional besetzt ist. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt Reuchlin selber wahrscheinlich auch den Talmud noch gar nicht so richtig kannte. Der liest den dann erst in den nächsten Jahren im Zuge der Auseinandersetzung, die nämlich jetzt losbricht. Reuchlin argumentiert auf drei Ebenen. Zunächst mal argumentiert er rechtlich, er ist ja Jurist. Und sein Argument ist, die Juden besitzen ja ihre Bücher rechtmäßig und damit gilt genau dasselbe wie für die Christen, denn Juden sind Mitbürger des Reiches, auf Latein heißt das concivis, also sind eben Mitbürger und damit haben sie dieselben Bürgerrechte wie die Christen und insbesondere haben sie dasselbe Besitzrecht. Man kann nicht einfach daherkommen und sagen, so, die verlieren jetzt einfach ihre Bücher, weil uns das gerade so passt. Das darf man bei Christen auch nicht, also darf man das auch nicht bei Juden. Das ist ein rechtliches Argument. Dann argumentiert er religiös. Er bezieht sich auf die Bibel, auf Johannes 5, 39. Er sagt, das ist die Grundfeste dieses Ratschlages, also sozusagen das Fundament, auf das er aufbaut. Das ist der Bibelvers, das ist eine Aussage von Christus. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind es, die von mir zeugen. Und Reuchlin sagt also, damit sind die jüdischen Schriften gemeint, denn Christus war Jude und damit muss er sich logischerweise auf jüdische Schriften bezogen haben. Und das interpretiert Reuchlin als Legitimation dafür, jüdische Schriften zu studieren und zwar zum Zweck, die Messianität Jesu da drin zu finden. Also das ist immer der Zweck, warum man jüdisches Schrifttum liest. Man will eigentlich
die Messianität Jesu beweisen oder die Trinität. Also das ist sozusagen immer christlich gedacht, das müssen Sie bei euch schon immer mitsehen. Aber das ist sein religiöses Argument. Also er argumentiert mit der Bibel, mit dem Neuen Testament, gegen diesen Verfolgungswahn, gegen diesen christlichen Wunsch, jüdische Bücher zu zerstören und sagt, nein, aber sozusagen das Neue Testament legitimiert, dass wir die jüdischen Bücher studieren. Und er argumentiert als Gelehrter. Und ich habe Ihnen ja gesagt, er ist ein Mann der Bücher und ein Mann der Sprachen. Und er demonstriert sehr ausführlich, dass das jüdische Wissen unverzichtbar ist. Die Christen können einfach nicht ohne das jüdische Wissen. Die Bibel ist nicht zu verstehen ohne das jüdische Wissen. Und es gibt eben diese Geheimoffenbarung, die Kabbala, und über die verfügen nur Juden. Also die Kabbala ist eine mündliche Geheimoffenbarung, die Moses empfangen hat und die dann immer weiter mündlich tradiert worden ist. Und wenn die Christen das vernichten, die entsprechenden Bücher, ist das unwiederbringlich verloren. Und damit würden sie sich eigentlich ins eigene Fleisch schneiden, weil sie sich damit von einer ganz wichtigen Tradition abschneiden. Diese drei Argumente baut er auf. Und wie das manchmal so ist, das sind sehr, sehr überzeugende Argumente, also deshalb lege ich Ihnen die Lektüre dieses Ratschlags sehr ans Herz, das ist ein ohnehin toller Text und das ist eine sehr, sehr geschickte und überzeugende Argumentation. Blöderweise wollen seine Kölner Gegner da nicht so richtig folgen, denn die greifen zu einer ziemlich perfiden Strategie. Pfefferkorn macht das, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, ein professioneller Publizist in Hastingen, er schreibt ein Buch gegen Reuchlin, den Handspiegel. Der erscheint zur Frühjahrsmesse in Frankfurt, also es gab damals schon die Frankfurter Messe, als Umschlagplatz für Bücher und der folgende Konflikt ist wirklich getaktet durch den Wechsel von Frühjahr- und Herbstmesse in Frankfurt. Immer schön zur Messe erscheinen neue Kampfschriften. Pfefferkorn fängt damit an, volkssprachlicher Text, in dem er nicht nur Reuchlin beschimpft als Judenfreund, ein gefährlicher Vorwurf in der Zeit, sondern in dem er auch erzählt, was Reuchlin in seinem Gutachten, das eigentlich geheim war, mitgeteilt hat. Und damit diskreditiert er Reuchlin, der jetzt nämlich auf einmal in der Verteidigungssituation ist. Das war ja erstmal eine gelehrte Argumentation, die in einem geschützten Raum hat stattfinden sollen. Pfefferkorn zieht das nun in die Allgemeinheit und eines der Standardargumente, wenn es um Häresie geht, ist, das gefährdet die Einfältigen oder die Einfachen. Also im Mittelalter ist das Standardkonzept, man kann, wenn man Gelehrte unter sich sind, können die sehr, sehr kühne Sachen machen. Das stellt man sich meistens nicht so vor, wenn man sich nicht dauernd professionell mit dem Mittelalter beschäftigt. Aber innerhalb von Universitätsdisputationen kann man nahezu alles wirklich, wo man sehr, sehr überrascht ist, was wir als offen blasphemisch oder sehr kritisch zumindest sehen würden. Das kann man da alles diskutieren, ist gar kein Problem. Problematisch wird es, einerseits, wenn man irgendwie die Amtskompetenz von Theologen angreift, dann verstehen die keinen Spaß. Und das andere ist, wenn man irgendwie das Ganze an Laien trägt. Und dann heißt es immer, das ist eine Gefahr für die Laien. Und das ist ein Standardvorwurf, wenn Heresieanklagen erhoben werden. Also man gefährdet die Laien. Und genau das macht Pfefferkorn. Damit spielt er jetzt hier. Also er legt sozusagen Reuchlins Gutachten inhaltlich zumindest den Laien vor in der Volkssprache, macht das publik, denunziert Reuchlin als Judenfeind und der steht damit mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand. Und Pfefferkorn hat mächtige Unterstützer, nämlich die Kölner Theologische Fakultät. Und Köln ist damals die einflussreichste Universität im Reich. Und die Kölner Theologische Fakultät ist die wichtigste theologische Fakultät im Reich. Also ein richtiges Machtzentrum. Die Kölner Theologen fordern Reuchlin nun auf, sich öffentlich von seinem Gutachten zu distanzieren. Es gibt einen Briefwechsel und das hatte ich ja eben schon angedeutet. Reuchlin gibt sich am Anfang noch so ein bisschen konziliant und dann irgendwann ist er ein bisschen genervt und irgendwann demonstriert er, dass diese Kölner Theologen eigentlich ihr Handwerk nicht verstehen. Und er fängt an, immer so zu sticheln und zu sagen, naja, also möglicherweise könnt ihr ja alle gar kein Hebräisch. Er weiß natürlich, dass die alle kein Hebräisch können und vermutlich könnt ihr auch nicht mal Griechisch und ist nicht so gut. Und also er weiß schon, wie man Gegner reizt und das macht er relativ geschickt und irgendwann, ich würde es so interpretieren, dass er erkennt, diese Kölner geben nicht nach, also eine gütliche Einigung, Kompromiss ist ab einem bestimmten Punkt nicht möglich und dann eskaliert er das Ganze durchaus, weil er merkt, er hat einen gefährlichen Gegner da vor sich, es droht ein Inquisitionsverfahren. Und er macht nun was relativ Geschicktes, also er bricht mehr oder weniger den Kompromiss ab und gibt dem Gegner noch einen mit. Und er veröffentlicht ein Buch, nämlich zur Herbstmesse, 1511, den Augenspiegel. Und nun druckt er seinen Ratschlag ab,
Das ist auch die einzige Vorlage, also wir haben, oder die einzige Form, wie dieser Ratschlag erhalten ist. Also wir haben nicht diesen handschriftlichen Ratschlag, sondern wir haben nur diesen Druck, den Druck von 1511 als Teil des Augenspiegels. Da druckt er den ganzen Text ab mit einer Einleitung und dann verteidigt er ihn. Und zwar auf Lateinisch gegenüber sozusagen gelehrten Kritikern und auf Deutsch gegenüber namentlich genannt Pfefferkorn. Und demonstriert da eben, warum seine Gründe eigentlich richtig sind und warum seine Gegner in ihren Verdächtigungen der jüdischen Schriften Unrecht haben und warum die eigentlich auch total unlauter argumentieren. Damit hat Reuchlin aber nur was ganz Entscheidendes gemacht. Er hat eben einen gelehrten, innergelehrten Konflikt in die Öffentlichkeit getragen. Ich würde es so interpretieren, dass er weiß, er kann eigentlich, wenn er nach den Regeln spielt, nur verlieren, dann bleibt ihm irgendwann nur der Widerruf oder es gibt ein Inquisitionsverfahren. Und nun macht Reuchlin etwas, er wendet sich an die Öffentlichkeit. Er wendet sich an eine gelehrte Öffentlichkeit, deshalb setzt er auch die Volkssprache ein, wie sein Gegner Pfefferkorn, und er sucht im Grunde Unterstützung. Er sucht Unterstützung, damit irgendwie ihm geholfen wird. Ich zeichne jetzt mal die ikonische erste Seite dieses Augenspiegels, eben ganz problematisch. Also Sie erinnern sich, Pfefferkorn hatte den Handspiegel veröffentlicht gegen Reuchlin, und Reuchlin sagt nun, naja, mit der Hand kann man schlecht sehen, nimm doch die Augen. Und deshalb diese stilisierte Brille. Und das ist insofern besonders interessant, weil Reuchlin eigentlich jemand ist, der ganz wenig Bilder in seinen Texten einsetzt. Also Pfefferkorn arbeitet immer mit so agitatorischen Bildern, das hatte ich Ihnen ja vorhin gezeigt. Reuchlin ist jemand, der verzichtet in der Regel auf Bildschmuck, nur hier nicht. Hier setzt er diese Brille ganz, oder lässt sie von seinem Drucker Thomas Anselm ganz ikonisch in Szene setzen. Allerdings bricht jetzt ein publizistisches Gefecht los. Ein publizistisches Gefecht, das sozusagen vor der Reformation eigentlich ohnegleichen ist. Zumindest im Reich. Pfefferkorn antwortet mit dem Brandspiegel, also der versucht jetzt nochmal irgendwie zu eskalieren, und mit seiner Sturmglock, also so eine Art Alarmschrift. Und dann veröffentlicht er 1516 seine Beschirmung oder Defensi, und das ist für uns ein ganz wichtiger Text, weil er da unglaublich viele Dokumente veröffentlicht. Also wir können einen Großteil dieses ganzen Konflikts, vor allem die Frühphase, nur rekonstruieren, weil es diese Schrift von Pfefferkorn gibt, die eben ganz viele Dokumente tatsächlich abdruckt, vor allem diese ganzen Gutachten der Universitäten, die haben wir eigentlich nur durch diese Schrift. Und es gibt weitere Theologen, die jetzt auf die Seite von Pfefferkorn sich schlagen, nämlich zum Beispiel Arnold von Tongern, der veröffentlicht einen ziemlich umfangreichen Artikuli 1512, in dem er wieder versucht, Reuchlin zu widerlegen, und Jakob von Hoogstraten, Sie erinnern sich, das ist dieser dominikanische Inquisitor, der veröffentlicht auch auf Latein eine ganze Reihe Schriften gegen Reuchlin. Reuchlin veröffentlicht eine weitere deutschsprachige Schrift, eine sehr kurze Schrift, ein klares Verständnis in Tütsch, also ganz programmatisch in der Volkssprache, in der er sich jetzt gegenüber den Laien verteidigen will. Und dann schreibt er ein sehr dickes Buch, eine Defensio, und da zeigt Reuchlin, dass er eben das kann, was Humanisten auch gut können, nämlich andere beschimpfen und schlecht machen. Also der Humanismus pflegt in Anschluss an die Antike eine sehr kultivierte Invektivrhetorik, also wie man andere beleidigen kann, das können Humanisten. In geschliffenem Latein natürlich. Und das macht er so ungefähr 300 Seiten lang in dieser Defensio. Also er verteidigt sich und also können Sie sich vorstellen, eine halbe Seite Verteidigung, dann eine halbe Seite Beschimpfung und dann wird es wieder sachlich. Und das macht er eben mit unglaublichen schönen Wortkreationen. Ein Text, für den sich wie für einige andere lohnt, Latein zu können. Aber das macht eigentlich nur Spaß auf Latein. Denn man kann im Lateinischen wirklich sehr schön beschimpfen, kann ich Ihnen sagen. Das Problem ist, dass die öffentliche Auseinandersetzung ist, und tatsächlich in der öffentlichen Auseinandersetzung sieht es, das werde ich Ihnen gleich sagen, warum, für Reuchlin ganz gut aus. Die Kölner stellen fest, dass mit der öffentlichen Auseinandersetzung funktioniert nicht so wirklich gut. Das liegt auch daran, dass diese Schriften dieser Theologen sehr konservativ daherkommen, die sind so ganz schematisch aufgebaut, sind sehr dröge zu lesen, sehr schwerfällig. Das sind Texte, die haben irgendwie kein Agitationspotenzial, im Gegensatz zu dem, was Pfefferkorn und Reuchlin machen. Deshalb besinnt sich Hoogstraten jetzt auf das, was eigentlich sein Amt ist. Er startet nämlich einen Prozess als Inquisitor, einen Häresieprozess gegen Reuchlin. Der beginnt in Mainz und wird allerdings, also Reuchlin wird vorgeladen, erscheint selber nicht, er weiß, es ist sonst gefährlich, dass er in Haft kommt, aber er schickt Bevollmächtigte und hält dann den Hoogstraten ein bisschen hin. Hinter den Kulissen wird verhandelt und tatsächlich wird dieser Prozess scheitert, weil der Mainzer Erzbischof eingreift. Der Mainzer Erzbischof ist eben der ja das Gutachten in Auftrag gegeben hat, und der findet es nun überhaupt nicht gut, dass der Kölner Inquisitor irgendwie
denjenigen, den er um ein Gutachten gebeten hat, angeht und unterbindet jetzt diesen Prozess. Und es gibt jetzt einen zweiten Prozess, jetzt auf Befehl des Mainzer Erzbischofs. Der findet in Speyer, in der einem Bistum, das zu Mainz gehört, statt. Und der Mainzer Erzbischof sorgt dafür, dass die ganzen Richter Reuchlin total gewogen sind. Das sind alles Humanisten, die kennt Reuchlin alle und es ist eigentlich klar, was passiert. Nun hat sich das sozusagen einmal gedreht. Also in Mainz lief es für Reuchlin ganz schlecht, das war von Anfang an klar, und nun läuft es für Hoogstraten schlecht. Diesmal gibt es ein Urteil, Hoogstraat muss eine riesige Summe zahlen, wird zu ewigem Schweigen verurteilt und der Augenspiegel wird von allen Vorwürfen freigesprochen. Dabei belässt es aber Hoogstraat nicht. Das ist ein Mensch, der sehr, sehr gerne Konflikte führt und der Konflikte auch bis zum bitteren Ende führt, bis er irgendwann Recht bekommen hat. Und er macht nun das, was ihm sozusagen im Instanzenweg möglich ist. Er appelliert an den Papst. Und diese Appellation wird auch in Rom angenommen. Und 1516 beginnt ein neuer Prozess, diesmal an der Kurie in Rom. Und den betreiben sowohl die Dominikaner als auch Reuchlin mit ganz großem Einsatz. Also Reuchlin setzt sozusagen sein ganzes Freundes- und publizistisches Netzwerk ein und die Dominikaner setzen enorm viel Geld ein. Reuchlin macht noch was anderes. Er sucht sich Hilfe und er sucht sich Hilfe erstmal bei etwas unerwarteter Seite, nämlich bei den Humanisten. Reuchlin ist selber Humanist, also er hat unter anderem humanistische Theaterstücke geschrieben, humanistische Gedichte geschrieben, hat eben diese ganzen Lehrwerke geschrieben. Er kennt viele Humanisten und er schreibt öffentliche Briefe. Und in diesen öffentlichen Briefen bittet er Humanisten um ihre Solidarität. Und er macht was ganz Geschicktes. Diese Humanisten, müssen Sie sich vorstellen, das sind so ein bisschen die jungen Wilden der Gelehrtenwelt damals. Die haben meistens relativ prekäre Positionen an den Universitäten, also irgendwie schlecht besoldete Mitarbeiterstellen, würde man modern sagen, und sind eigentlich nicht wirklich im Machtzirkel. Und diese Humanisten kultivieren eine extreme Abneigung gegen die traditionelle Universitätswissenschaft, die Scholastik. Und Reuchlin interpretiert nun diese ganze Auseinandersetzung einfach um, indem er sagt, so, ich bin ja Humanist und ich werde jetzt von den Scholastikern angegriffen. Und ihr müsst mir helfen, weil es geht hier gar nicht um jüdische Bücher, es geht auch gar nicht um mich, sondern es geht eigentlich darum, dass diese Scholastiker, also diese Kölner Dunkelmänner, versuchen, mich und zu treffen, mich zu vernichten und in mir die humanistischen Studien, die Studia Humanitatis. Und das gelingt tatsächlich. Also es ist sozusagen ein Solidaritätsappell an Gleichgesinnte und die Gleichgesinnten, vor allen Dingen die jüngeren Humanisten, die nehmen das tatsächlich an, diese Aufforderung, und verteidigen nun Reuchlin. Und zwar, indem sie Briefe schreiben und indem sie sehr, sehr scharfe Satiren schreiben gegen diese Scholastiker. Reuchlin veröffentlicht, das wird der Briefwechsel von Reuchlin veröffentlicht in zwei Bänden, 1514 und 1519. Und dieser Briefwechsel, das ist eben für uns eine ganz zentrale Quelle, weil wir dadurch einen Großteil der Briefe, die von prominenten Gelehrten an Reuchlin gerichtet worden sind, erhalten haben. Und dieser Briefwechsel soll dokumentieren, dass Reuchlin eine zentrale Rolle innerhalb der Gelehrtenwelt hat. Unter diesen antischolastischen Satiren, das war die Folie, die ich Ihnen eben mündlich erzählt habe. So, aber jetzt gibt es ein schönes Bild. Eine Satire ist besonders bekannt, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, die sogenannten Dunkelmännerbriefe. Das ist ein Bestseller der Zeit, eine extrem scharfe Satire, in der diese Scholastiker einander Briefe schreiben, in einem ganz fürchterlich radebrechenden Latein. Also das ist sozusagen eine Wort-zu-Wort-Übersetzung vom Deutschen ins Lateinische. Wenn diesen Scholastikern, Pseudoscholastikern, das richtige lateinische Wort nicht einfällt, dann hängen sie einfach ans deutsche Wort die Endung us an und dann passt das schon. Das ist also, und gleichzeitig erweisen sie sich auch inhaltlich als geldgierig und verhurt und ehebrecherisch und stellen immer irgendwelchen Frauen nach. Es ist eine ganz, ganz liederliche Gemeinschaft, die einen ganz seltsamen Kult aber um einen so einen armen Kölner Gelehrten, Ortwin Gratius, der Mitarbeiter von Pfefferkorn war, pflegen, und die werden lächerlich gemacht. Damit ist das Ganze sozusagen eskaliert. Es ist ein extremes publizistisches Gefecht und wir haben jetzt eigentlich zwei Auseinandersetzungen sozusagen. Wir haben die juristische Auseinandersetzung und wir haben diese publizistische Auseinandersetzung. Und tatsächlich ist es so, die publizistische Auseinandersetzung gewinnt Reuchlin.
Da ist er einfach besser. Er hat nämlich vor allem die besseren Verbündeten. Also ich hatte Ihnen das ja schon gesagt, diese scholastischen Texte sind alle sehr, sehr träge. Pfefferkorn publiziert zwar seine deutschen Texte, aber den kann man eben sehr gut angreifen. Und das muss man leider sagen bei diesen Humanisten, die greifen dann selber ganz tief in die Klischeekiste der Judenfeindschaft. Diese Dunkelmännerbriefe und viele dieser anderen Sortieren sind wiederum sehr, sehr judenfeindlich. Denn Pfefferkorn wird jetzt immer nur als der mit Wasser gewaschene Jude oder so etwas bezeichnet. Also der Vorwurf ist im Grunde, der hat sich zwar irgendwie taufen lassen, aber in Wirklichkeit ist der ein Jude. Und forschungsgeschichtlich kann man sagen, dass das tatsächlich einer der Punkte ist, wo wir so ein Vorspiel des modernen Antisemitismus haben. Also es ist kein religiöser, mittelalterlicher Antijudaismus mehr, also eine religiöse Ablehnung der Juden, sondern es ist tatsächlich eine Ablehnung des Juden schlechthin. Und das ist eben vor allen Dingen, was in der Forschung immer so gesagt wird, was daran typisch ist für Antisemitismus, ist die Vorstellung, man kann das Jüdische nicht loswerden. Also man kann nicht sich taufen lassen und ist dann kein Jude mehr, sondern man ist sozusagen immer Jude. Und das wird gegen diesen Pfefferkorn eingesetzt. Das ist sozusagen die dunkle Seite dieser Humanisten, die ich Ihnen auch mitteilen will. Also bei Reuchen findet sich das leider auch, muss man sagen. Und damit sehen Sie, es geht eigentlich überhaupt nicht mehr um das, worum es mal am Anfang gegangen ist, um jüdische Bücher. Das interessiert kein Mensch mehr, sondern jetzt geht es darum, dass in der gelehrten Welt verschiedene Lager gegeneinander kämpfen. Die jüdischen Bücher sind völlig aus dem Blick geraten und man bewirft sich fröhlich mit antijüdischen Stereotypen. Und da sind allerdings die Humanisten sehr, sehr viel besser. Die sind einfach die besseren Literaten, die können mit der Druckpresse viel besser umgehen und das publizistische Gefecht gewinnen die. Also diese Scholastiker sind am Ende und Pfefferkorn sowieso sind völlig diskreditiert. Es gibt aber noch, sie nennen sich, wir waren ja 1516 in Rom, den Prozess. Und im Prozess sieht es nun ganz anders aus, denn den Prozess gewinnt tatsächlich Reuchlin nicht, sondern den gewinnt Hoogstraten. Papst Leo X. Verurteilt am 23.06.1520 den Augenspiegel. Der ist damit verboten und darf nicht weiter verbreitet werden. Und einer der Gründe, warum der Augenspiegel verurteilt wird, ist sicherlich, dass es ein neues Problem gibt. Lassen Sie sich nicht von der falschen Jahreswahl, von der 1512 da unten irritieren. Das muss natürlich 1520 heißen. Denn, das wissen Sie, seit 1517 gibt es ein neues Problem. Es gibt einen neuen Querkopf in deutschen Landen, nämlich Martin Luther und die Wittenberger Reformation. Und auch wenn das auch nicht die Top-Priorität für den Renaissance-Papst Leo X. ist, der hat ganz andere Sorgen, aber irgendwie ist für die Gegner Reuchlins jetzt eigentlich was anderes viel wichtiger. Also auch Hoogstraten interessiert sich jetzt zwar noch bis 1519 für Reuchlin, aber jetzt eigentlich für Luther. Und man kann durchaus sagen, dass diese extreme Agitation, die die Humanisten betreiben, eigentlich ungünstig für Reuchlin war, weil aus der römischen Perspektive, da ist man nicht so besonders gut informiert über das, was in im nordalpinen Bereich passiert, da geht man davon aus, dass es irgendwie eine Verwandtschaft zwischen Luther und Reuchlin gegeben hat. Tatsächlich schließt sich Reuchlin der Reformation nie an und ist ein Gegner von Luther. Das wird auch zum Bruch mit Philipp Melanchthon, lange so der Ziehsohn von Reuchlin. Also Reuchlin bleibt eigentlich katholisch, aber aus römischer Perspektive ist das alles ziemlich verworren, was da oben passiert und man will jetzt einfach Ruhe haben. Also man will diese ganzen gelehrten Streitigkeiten da nicht mehr haben. Man sieht, das ist irgendwie, bringt Unruhe in die Welt, es diskreditiert die Universitäten, die man braucht, um Luther zur Raison zu rufen, vor allem die Kölner Universität. Und einer der Gründe, warum der Augenspiegel verurteilt wird, ist sicherlich dieses Bestreben, in Rom Ruhe zu schaffen. Das ist sozusagen das Ende der Affäre. Ich hatte Ihnen jetzt versprochen, zum Ende Ihnen zu erzählen, warum ich glaube, dass es sich lohnt, sich mit dem Reuchlin-Konflikt aus heutiger Sicht zu beschäftigen. Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass das einfach eine spannende Geschichte ist und dass sich das deshalb lohnt. Aber das ist ja vielleicht nicht alles. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum es sich lohnt, mit dem Reuchlin-Konflikt sich auseinanderzusetzen. Das eine ist, der Reuchlin-Konflikt ist in gewisser Weise das Präludium der Reformation. Und zwar nicht, wie das in der älteren Forschung gedacht worden ist, dass Reuchlin sozusagen die Ideen Luthers vorwegnimmt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das Einzige, wo man irgendwie eine Verbindung zwischen Reuchlin und den Reformatoren sehen kann, ist tatsächlich in der Hinwendung zum Urtext, also diesem typisch humanistischen Ad Fontes zu den Quellen und eine Aufwertung des Griechischen und des Hebräischen. Das teilen Reuchlin und die Reformatoren. Aber viele andere Sachen, also die Kirchenkritik, die Kritik am Ritus, an bestimmten Gebräuchen, die teilt Reuchlin überhaupt nicht mit Leuten wie Luther oder Zwingli. Aber sozusagen in der Art der Konfliktführung ist das tatsächlich, weist dieser Reuchlin-Konflikt auf die Reformation voraus. Nämlich, es
die humanistische Allianzbildung wird zu einem ganz wichtigen Medium. Und tatsächlich in der Frühphase der Reformation, so zwischen 1517 und den frühen 20er Jahren, passiert in der Reformation genau dasselbe. Auch da schließen sich Humanisten zusammen und verteidigen Luther gegen die Universitätstheologie. Tatsächlich zerbricht dann in den 20er Jahren diese humanistische Allianz, in dem dann einige altgläubig werden, einige bei der Reformation bleiben, weil eben nicht alle wollen, dass die Kirche zerbricht. Viele bleiben papsttreu bis zu Erasmus hin, aber in den ersten Jahren der Reformation sieht man Luther ja nicht als jemanden, der eine Kirchenspaltung will, sondern als jemanden, der Reformen will. Und das wollen die Humanisten auch. Also diese humanistische Allianzbildung wird sozusagen im Reuchlinger Konflikt erprobt. Der Reuchlinger Konflikt erweist die Schwäche der Universitäten. Die Universitäten können nämlich sich nicht durchsetzen. Die können zwar Prozesse führen, aber die haben irgendwie gar keine Relevanz. Also Reuchlin wird verurteilt, und beziehungsweise seine Schrift wird verurteilt, und dann wird er Professor. Daran sehen Sie, dass die Verurteilung zwar irgendwie stattfindet, aber wir haben den Augenspiegel noch, also den zu verurteilen verhindert auch nicht die Verbreitung, und die Karriere von Reuchlin wird dadurch auch nicht geschmälert. Und gleichzeitig werden die Universitäten auch noch lächerlich gemacht, und es gelingt ihnen überhaupt nicht, die öffentliche Diskussion zu prägen. Gleichzeitig erproben die Reuchlinisten vor allen Dingen, aber auch Pfefferkorn, die Möglichkeiten der Publizistik. Also sie nutzen den Buchdruck für ihre Sache, indem sie teilweise Pamphlete veröffentlichen, indem sie sehr geschickt mit Text- und Bildverbindungen arbeiten und indem sie tatsächlich immer wieder in die Volkssprache wechseln. Auch das sind alles Sachen, die dann in der Reformation in ganz anderem Maßstab, aber sozusagen strukturell ähnlich durchgeführt werden. Also der Buchdruck erweist sich hier eigentlich zum ersten Mal als ein zentrales Kampfmedium oder als das entscheidende Medium sozusagen, um eine Auseinandersetzung zu führen. Das ist der eine Punkt, warum der Reuchlin-Konflikt wichtig ist. Und der andere, es ist eine ganz entscheidende Geschichte, Wegmarke in der Geschichte von Christen und Juden in Deutschland. Ich lese Reuchlin so, dass das nicht jetzt ein moderner Toleranzgedanke ist. Ich glaube, man sollte Reuchlin nicht jetzt als Vorläufer der Aufklärung oder so etwas sehen. Aber es gibt eine ganz zentrale Idee bei Reuchlin. Er hält den jüdischen Glauben erstmal für falsch. Das muss man so anerkennen. Das würden wir heute nicht mehr so sagen, aber Reuchlin ist Christ und der ist überzeugt, dass das Christentum wahr ist und das Judentum falsch ist. Aber umso größer ist eigentlich sein Eintreten für Toleranz in dem ganz wörtlichen Sinne. Also Toleranz kommt ja vom lateinischen tolerare. Das ist erstmal das Ertragen und das ist das Ertragen des Falschen. Reuchlin hält das Judentum für falsch, aber er sagt, es muss auch Falsches in der Welt geben. Das muss man eben hinnehmen. Die Juden glauben, dass sie Recht haben, wir glauben, dass wir Recht haben. Da kommen wir auch vielleicht nicht überein, aber es gibt erstmal das Recht, dass andere auch was anderes denken, solange sie mir nicht schaden wollen. Dann ist das sozusagen in Ordnung. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler, wegweisender Gedanke, der auch heute für uns in der multireligiösen Gesellschaft wieder ganz wichtig sein kann. Reuchlin plädiert dafür, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen. Also er findet diese Schmachbücher nicht gut und er sagt auch, im Talmud steht viel Falsches, aber man soll sich intellektuell mit den Sachen auseinandersetzen. Man soll erstmal überhaupt lernen, lesen und nicht einfach zerstören. Also Bücher zu verbrennen ist keine gute Idee, weil danach kann man sie nicht mehr lesen, dann sind sie eben weg. Und Wissen zu verlieren ist immer schlecht. Besser, sich mit dem Wissen auseinanderzusetzen. Das heißt, man muss erstmal Informationen gewinnen, man muss lernen, man muss auch von dem Fremden lernen. Und Reuchlin inszeniert das vor allem in seinen kabbalistischen Dialogen sehr eindrucksvoll. In dem letzten großen Werk, die Arte Kabbalistica von 1517, ich hatte Ihnen das vorhin erzählt, ist der Held ein Jude. Ein Frankfurter Jude, Simon, und der ist sozusagen der Weise, der in die Kabbala einführt. Und das ist sozusagen, das ist ein Gelehrtengespräch, das ideale interreligiöse Gelehrtengespräch, in dem man voneinander lernt. Dafür plädiert Reuchlin in seinen Dialogen, aber eben auch in diesem Traktat. Bei allen Unterschieden. Und er plädiert dafür, offen gegenüber dem jüdischen Wissen zu sein. Also aus christlicher Sicht, man braucht das jüdische Wissen. Auf das kann man nicht verzichten. Allerdings, das muss man auch sehen, Reuchlin rezipiert das jüdische Wissen immer unter christlichen Vorzeichen. Also das steht nicht für sich, sondern warum das jüdische Wissen für Reuchlin wichtig ist, ist, weil es zu einem besseren Verständnis des Christentums führt und weil es letztlich auf die christliche Offenbarung hinweist. Und sozusagen das, was hinter dem Spiegelstrich steht, im letzten Punkt, das ist das, wo wir, glaube ich, heute weiter sind, also wo wir sagen würden, so sollte es eigentlich nicht sein. Aber die anderen Punkte sind, glaube ich, welche, die tatsächlich wichtig sind, die über die man nachdenken sollte und weswegen es sich auch aus einer inhaltlichen Perspektive immer noch lohnt, sich über Reuchlin und den Ratschlag und den Judenbücherstreit Gedanken zu machen. Vielen Dank.
Ja, danke. Herr Willi hat es schon gesagt, jetzt gibt es die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen, wenn ich sie nicht zugelabert habe in den letzten, nicht ganz dreiviertel Stunde, es war ein bisschen länger, aber wenn Sie noch was wissen wollen, versuche ich Ihnen gerne Rede und Antwort zu stehen. Ja. Laut genug sprechen. Mich würde noch interessieren, hat denn Martin Luther von Reuchlin Hebräisch gelernt oder von, wissen Sie zufällig, von wem Martin Luther das Hebräische lernte? Also Luthers Hebräischkenntnis war so begrenzt, muss man tatsächlich sagen. Also Luther schreibt 1518 einen Brief an Reuchlin, der sehr positiv ist. Und was wir wissen, ist, dass tatsächlich Luther mit den Rudimenten des Hebraizis auch gearbeitet hat. Gleichzeitig ist Luther, was das Hebräische angeht, überhaupt nicht auf dem Niveau von jemandem wie Reuchlin. Also deshalb musste er sich auch fürs Alte Testament immer Hilfe einkaufen lassen. Und man hatte ja immer auch sozusagen Professoren für Hebräisch, also zum Beispiel zunächst mal Böschenstein und dann andere in Wittenberg. Aber man merkt, auch in Wittenberg werden diese reuchlinschen Schriften, also es gibt nicht nur die Rudimente des Hebraizis, sondern es ist ein ganzer Phalanx von hebraistischen Lehrwerken, die werden da sehr aufmerksam studiert. Und wir wissen, dass tatsächlich sozusagen diese beiden zentralen Werke, also die Grammatik und dann ein Werk über die Akzente, in Wittenberg eigentlich bei der Bibelübersetzung sehr regelmäßig eingesetzt worden sind tatsächlich. Ganz hinten. Guten Abend, Elisabeth Hege. Ich komme ein bisschen weiter vorne, da ist man doch ein bisschen im Bereich der Dunkel, nicht der Dunkelmänner. Aber ich wollte tatsächlich da an dieser Stelle nochmal einhaken. Also vielen Dank für diese unglaublich detaillierte Darlegung auch dieser publizistischen Auseinandersetzung und ihrer Etappen. Es war mir tatsächlich bisher nicht so bewusst, dass es da so einen Umschlag gibt innerhalb dieser humanistischen, publizistischen Kampagne, dass dann plötzlich tatsächlich da wiederum mit antijüdischen, heute, Sie haben es so genannt, mit antisemitischen Stereotypen eigentlich plötzlich die Verteidiger von Reuchlins Position auftreten. Das ist ja wirklich eine irre Verzwirbelung dieses ganzen Konfliktes und der Auseinandersetzung. Man hat den Eindruck, das ist so ein bisschen die pure Lust am Streit und dass die sich dann wiederum auf antijüdische Stereotypen als solche stützt. Ich erschrecke darüber. Und was ich fragen will, ist, ob es dafür Vorbilder gab, weil Sie vorher gesagt haben, da tritt zum ersten Mal sowas wie auch ein moderner Antisemitismus nach vorne. Also das ist die Frage. Mhm. Ja, also grundsätzlich ist das so. Also es ist schon irgendwie so ein zynischer Aspekt dieses ganzen Konfliktes. Es geht eigentlich um die Verteidigung jüdischer Bücher und am Ende beschimpfen sich Christen gegenseitig und das machen sie unter anderem auch, indem sie Juden und in dem Fall auch Konvertiten schlecht machen. Und interessant ist schon, also mir liegt es völlig fern, diese Kölner Seite zu verteidigen, weil gerade dieser Pfefferkorn wirklich ganz üble Texte geschrieben hat, aber interessant ist schon, dass die Dominikaner in Köln sich entschieden vor diesen Pfefferkorn stellen und den verteidigen gegen diese Anwürfe, die für den extrem gefährlich sind. Also der Verdacht, ein Kryptojude, wie das heißt, zu sein, also sich haben taufen zu lassen, aber faktisch weiter Jude zu sein, der ist lebensgefährlich. Das ist wirklich richtig gefährlich. Und in der Zeit, und damit komme ich auch zum zweiten Teil Ihrer Frage, in der Zeit ist in Spanien ja die Reconquista abgeschlossen und da geht es los, dass man gegen Conversos vorgeht, also gegen Getaufte und eben mit dem Verdacht tatsächlich, dass die weiter am Judentum hängen. Und ein großer Teil des Aufschwungs der Inquisition im späten 15. und 16. Jahrhundert besteht genau darin, dass die zuständig werden, dafür rauszufinden, ob nicht irgendwelche Konvertiten in Wirklichkeit ihrer alten Religion anhängen. Und in Spanien hat es eben Zwangsbekehrungen gegeben, Zwangstaufen, obwohl das eigentlich kirchenrechtlich verboten ist, aber das hat es trotzdem gegeben. Und das
leistet natürlich, weil auch Christen wissen, dass das mit diesen Zwangstaufen irgendwie ein problematisches Mittel ist, weil das Kirchenrecht, wie gesagt, auch gar nicht in Ordnung ist. Und man weiß eigentlich, dass auch im Mittelalter, dass wenn man Leute zum Zwang, mit Zwang irgendwie zu anderen Religionen führen will, dass das vielleicht nicht so wirklich förderlich der ganzen Sache ist. Und diesen Verdacht nutzt man dann aber wiederum gegen diese Conversos, indem man eben den nachstellt. Und hier haben wir tatsächlich so einen ersten Punkt, wo man merkt, dass sich dieses ganze diskursive Klima total vergiftet. Also das Mittelalter ist nun wirklich überhaupt nicht judenfreundlich. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber es ist eine andere Form von Judenfeindschaft. Es ist tatsächlich eine Judenfeindschaft, die vor allen Dingen erstmal religiös konnotiert ist und die zumindest dann irgendwie aufhört, wenigstens in der Theorie, in der Praxis ist das dann auch immer schwierig, aber in der Theorie hört die auf sozusagen, wenn der Jude getauft ist. Dann ist der hat er ja den wahren Glauben erkannt und dann ist die Sache eigentlich zumindest rechtlich und theoretisch in Ordnung. In der Praxis können Ihnen viele Kollegen und Kolleginnen, die dazu gearbeitet haben, sagen, dass das auch nicht so irenisch war, aber in der Praxis, also das ist zumindest die Theorie. In der frühen Neuzeit ändert sich das und tatsächlich ist es in diesem Konflikt innerhalb des Reiches das erste Mal, dass das in dieser Massivität unter Gelehrten auftaucht. Tatsächlich haben wir aber im späten 15., frühen 16. Jahrhundert eine ganze Reihe von diesen schaurigen Ritualmordvorwürfen, die auch publizistisch ausgeschlachtet werden. Also es gibt sehr viele Ritualmordvorwürfe, es gibt diese Hostienschändungsvorwürfe, also dass Juden irgendwie die Hostie gestohlen haben, dann wollten sie irgendwie schänden und dann fängt die immer überraschenderweise an zu bluten. Und das ist so ein typisches Skandalon, das ergibt natürlich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also warum sollten Juden, die gar nicht an das christliche Altarsakrament glauben oder das katholische Altarsakrament irgendwie eine Hostie stehlen und die dann schänden wollen, das ist völlig verquer. Aber diese Vorwürfe ziehen sich durchs ganze Mittelalter und tatsächlich werden auch die im Spätmittelalter extrem stark publizistisch ausgeschlachtet. Also der Buchdruck ist auch ein Medium, mit dem dieser ganze Judenhass dann eine neue Eskalationsstufe findet und tatsächlich eben so eine neue Qualität bekommt, indem Juden so eine feststehende Eigenschaft bekommen, von die sie nicht mehr loswerden können. Also sie können sich verhalten, wie sie wollen und das ist eben genau das, wie Leute wie Pfefferkorn agitieren oder wie auch teilweise Hoogstraten über Juden schreiben. Die gehen davon aus, selbst wenn ein Jude freundlich ist und dir irgendwas Nettes sagt, in Wirklichkeit will der dir eigentlich was Böses. Und das ist eine neue Qualität, weil das koppelt im Grunde den Verdacht völlig ab von dem, wie sich Juden eigentlich betragen. Also die können machen, was sie wollen, so stellt sich das Pfefferkorn zumindest vor, schuldig sind sie eigentlich immer. Und das merkt man, dass das in dieser auf beiden Seiten tatsächlich, bei Reuchlin noch relativ wenig, der ist eigentlich der sich da noch am meisten vornehm zurückhält, aber andere, auch jemand wie Erasmus von Rotterdam, muss man sagen, die treiben das da sehr weit. Und ganz schlimm ist jemand wie Ulrich von Hutten. Also der ist ein sehr glühender Bewunderer von Reuchlin und ist ein brillanter Dichter, ein brillanter neulateinischer Dichter, großartiger Publizist, der ist einer der Mitautoren dieser Dunkelmännerbriefe, aber der ist ein entschiedener Judenhasser und bei dem finden Sie diese ganzen wirklich blutrünstigen Stereotypen und einen Wüsten mit judenfeindlichen Klischees gespickten Hass auf diesen Pfefferkorn. Und das ist schon das auch irgendwie das Unangenehme an dieser ganzen Episode und ist auch, glaube ich, schon irgendwie bezeichnend, dass was mal beginnt als irgendwie so ein Aufbruch zu Toleranz und Wertschätzung, genau dafür steht ja Reuchlin, also man schätzt irgendwie das andere, man hört dem anderen mal zu und am Ende schreien eigentlich alle nur gegeneinander und dann ist es ein Machtkampf in der christlichen Gelehrtenwelt. So würde ich das sehen, es geht im Grunde um einen Machtkampf zwischen zwei großen Blöcken in der Gelehrtenwelt, Humanisten auf der einen Seite, Universitätsgelehrte auf der anderen Seite und die bekämpfen sich und an jüdischen Büchern ist außer Reuchlin und ein ganz paar anderen niemand mehr interessiert. Ja, und noch da hinten, ich sehe sie gar nicht so richtig, weil irgendwie das Licht so blendet. Aber ich wüsste gerne, wie konkret war denn die Gefahr der Verbrennung? Also nach Ihrer Schilderung ist das ja sehr bald ein sehr spannender akademisches Gefecht geworden. Aber beispielsweise diese 168 Bücher in Frankfurt, wie hätte das konkret ausgesehen, wenn die tatsächlich konfisziert und verbrannt worden wäre? Da hätte ja auch die weltliche Gewalt eingreifen müssen. Oder waren die wirklich gefährdet? Ganz kurze Antwort, ja.
Also tatsächlich ist ja in der ganzen Auseinandersetzung, das stand auf der Folie, habe ich aber nicht gesagt, ein Buch verbrannt worden, nämlich der Augenspiegel. Der wird in Köln tatsächlich öffentlich verbrannt. Und das Verbrennen von Büchern ist im Mittelalter relativ gängig. Das gibt es relativ häufig. Und zwar einerseits werden eben Bücher, nicht christliche Bücher verbrannt, und andererseits werden Bücher von unbotmäßigen Gelehrten verbrannt. Und meistens ist es so, dass die sogar selber ihr Buch noch öffentlich ins Feuer schmeißen müssen. Wir haben sozusagen hier beide Traditionen. Wir haben einerseits diese Tradition der Bücherverbrennung von nichtchristlichen Büchern, zu denen kommt es nicht. Und wir haben andererseits diese Verbrennung von Büchern von Gelehrten, die irgendwie unbotmäßig sind oder unorthodox oder irgendwie Heresie gefährdet. Und da wird der Augenspiegel wird tatsächlich verbrannt. Die Gefahr für diese jüdischen Bücher ist tatsächlich groß. Die sind ja konfisziert, also Pfefferkorn zieht die ein. Und nur weil die jüdische Gemeinde sofort interveniert und sozusagen die zuständige Obrigkeit sagt, Moment, wir prüfen das erstmal, nur dadurch bleiben die erhalten. Also man kann fest davon ausgehen, dass wenn die Obrigkeit nicht eingeschritten hätte, diese Bücher tatsächlich auch verbrannt worden wären. Das auf jeden Fall. Wichtig ist aber eben, dass die Rettung für diese jüdischen Bücher, anders als Sie das noch manchmal lesen können in populären Darstellungen oder in der älteren Forschung, eben nicht von Reuchlin ausgegangen ist. Der hat das sozusagen auf eine ganz neue Ebene, auf eine Ebene des Grundsätzlichen gehoben, sondern diese Rettung der jüdischen Bücher, und das ist eigentlich erst in einem Buch von 2011 richtig deutlich geworden von einem amerikanischen Forscher, David Price, diese Rettung der jüdischen Bücher liegt daran, dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt dafür entschieden gekämpft hat. Das war aber eine knappe Sache, muss man wirklich sagen. Ich glaube, es war nach hinten noch eine Frage, genau. Ja, Hoffmann ist mein Name. Ich habe die Frage, wie war denn die Stimmung in der Bevölkerung? Konnte man darüber was sagen? Also ich weiß nur, ich habe mich mal ein bisschen mit Inquisition beschäftigt. In Toulouse gab es Dominikaner, wenn die ausschwärmten und die Bevölkerung wusste, jetzt geht es wieder um inquisitorische Machenschaften, dann haben sie die Leute zum Teil umgebracht. Also Dominikaner umgebracht. Genau. Also dazu nur sozusagen, da spricht jetzt der Mediävist aus mir, also Südfrankreich ist eine für die katholische Kirche ganz problematische Ecke im Hochmittelalter. Das ist so ein, also da gibt es ja eine ganz zentrale Gegenbewegung gegen die katholische Kirche, die Katharer. Die werden brutal niedergemacht, aber danach bleibt eigentlich Südfrankreich über lange, lange Zeit ein extremes Problem. Und das, worauf Sie hingewiesen haben, also diese Angriffe auf Inquisitoren, die finden bezeichnenderweise eben in Südfrankreich statt, wo man eben auch weiß, wie Inquisition in ihrer schlimmsten Form aussehen kann. Das ist aber eine Sondersituation. Also das haben wir im Reich nicht. Und ich habe jetzt ja gesagt, also der Reuchlin-Streit oder dieser Reuchlin-Konflikt nimmt ganz viel von der Reformation voraus. In einem entscheidenden Punkt gibt es aber einen Unterschied. Das bleibt hier eine innergelehrte Auseinandersetzung. Alle, die hier irgendwie beteiligt sind, das ist ein Elitenphänomen. Also das sind wirklich alles elitäre Leute, außer diesem Pfefferkorn letztlich. Alle anderen sind irgendwie Professoren, gekrönte Dichter, können irgendwie alle drei Sprachen und so. Also das bleibt sehr, sehr elitär. Tatsächlich kann man sehen, diese Schriften von Pfefferkorn verkaufen sich für die Zeit sehr gut. Die werden in mehreren Auflagen verkauft. Auch diese Flugschriften, auch die Dunkelmännerbriefe verkaufen sich relativ gut, aber da ist ja die Reformation hat eine ganz andere Qualität. Also die Reformation ist ja erfolgreich, unter anderem, weil sie tatsächlich breite Bevölkerungsschichten erreicht. Das wird hier auch versucht, aber das gelingt eigentlich nicht. Das liegt vielleicht auch daran, weil es dann doch um einen relativ abstrakten Streitgegenstand geht, der viele nicht betrifft. Wir wissen aber zumindest aus ein paar Berichten, dass die Bevölkerung sich vor Ort mal eingemischt hat. Und wir wissen beispielsweise, dass es Angriffe auf diese Dominikaner während des Prozesses in Mainz gegeben hat. Also da hat sich so ein städtischer Mob versammelt und die mal weggejagt. Das ging nicht um Leib und Leben, also ist anders als jetzt in Südfrankreich. Aber zumindest merkt man, da greift auch irgendwie so die städtische Masse ein. Was deren Motive sind, kann man aber nicht rekonstruieren. Das ist eben eine Quellennachricht und es bleibt alles so ein bisschen amorph. Aber insgesamt bleibt das ein relativ elitäres Phänomen. Also insofern wissen wir auch letztlich nicht, ob breitere Bevölkerungsschichten das überhaupt mitgekriegt haben, was da stattgefunden hat oder auch nur verstanden haben oder es auch nur interessant fanden. Auf
Waldbauer mein Name. Zunächst einmal vielen Dank für die detaillierte Darstellung dieses Konflikts. Ich hätte noch eine Frage. Sie hatten ja dargelegt, dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt zunächst einmal auch sich für ihre Sache stark macht. Gab es da im Verlauf dieses Konflikts später auch noch mal ein Engagement von jüdischer Seite, direkt Unterstützung offener oder auch verborgener Art im weiteren Verlauf? Eigentlich nein. Also die jüdische Gemeinde steigt als Akteur mehr oder weniger aus. Wir haben tatsächlich ein paar positive Zeichen, Nachrichten so aus den verschiedenen jüdischen Gemeinden im Reich innerhalb des 16. Jahrhunderts. Also da wird Reuchlin erinnert als jemand, der sich für ihre Bücher eingesetzt hat. Aber die jüdische Gemeinde agiert eigentlich die ganze Zeit sehr geschickt, und zwar immer im Verborgenen. Die wissen, sobald sie in die Öffentlichkeit treten, wird das gefährlich. Dann sind sie sozusagen der Öffentlichkeit ausgesetzt und können eigentlich nur verlieren. Und deshalb verzichten die darauf. Pfefferkorn will die ganze Zeit disputieren mit den jüdischen Gemeinden. Also ich habe selbst mal im Frankfurter Archiv ein bisschen gesucht, und der schreibt permanent an den Rat der Stadt Frankfurt, also praktisch jedes Jahr, ermöglicht mir doch eine öffentliche Disputation mit den Juden. Also es gibt eine Tradition im Mittelalter von so Religionsdisputationen, die sind meistens unter Zwang zustande gekommen, wo dann jüdische und christliche Gelehrte gegeneinander antreten, und meistens dreht man das dann so, dass am Ende die Juden verlieren, und ein paar Mal sind die einfach zu gut und nicht zu besiegen. Das ist dann relativ peinlich für die christlichen Gelehrten. Pfefferkorn glaubt, dass er das kann, und die jüdische Gemeinde lehnt es immer ab. Und es ist ganz interessant, also auf dem letzten Brief, den er da hinschreibt, das 1516, den ich gefunden habe in dem Archiv, da steht nur eine handschriftliche Notiz, nicht mehr darauf antworten. Also die Frankfurter Judengemeinde und der Stadtrat haben gesehen, das bringt nichts, und eine öffentliche Disputation ist total gefährlich. Also deshalb verzichtet auch die Frankfurter Gemeinde, die das sicher interessiert nachverfolgt hat, aber das können wir archivalisch nicht nachvollziehen, die verzichten darauf, irgendwie zu intervenieren. Das wäre einfach viel zu gefährlich geworden. So, hier vorne. Ich würde gerne wissen, ob Reuchlin einen weiteren Einfluss hatte auf das Denken nach seinem Tode. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen gestuft formulieren, also in unterschiedlicher Weise. Tatsächlich, ein Text, den habe ich jetzt gar nicht richtig erwähnt, der sehr erfolgreich ist, ist eine seiner frühen Komödien. Henno, das ist ein Stück, eine Schulkomödie, die wird im lateinischen Unterricht des 16., 17. Jahrhunderts ausgesprochen viel gespielt. Die gibt es dann auch auf Deutsch und ist ein sehr erfolgreiches Stück. Reuchlin ist als Kabbalist durchaus erfolgreich, also die Kabbala bleibt so eine gelehrte Tradition, die sich die ganze frühe Neuzeit durchzieht, und da sieht man, dass Reuchlins Die Arte Kabbalistica ein ganz wichtiger Text ist, und tatsächlich bleibt auch dieser Ratschlag, vor allen Dingen der Augenspiegel als Ganzer, irgendwie erstaunlich kontinuierlich im Bewusstsein. Also Herr Willi hatte das ja gerade gesagt, ich komme direkt sozusagen von einer Pforzheimer Tagung, in der es vor allem ums Nachwirken von Reuchlin ging, und da haben Kolleginnen und Kollegen mal sehr systematisch aufgearbeitet, wie es eigentlich mit Reuchlin weitergegangen ist. Und es ist ganz interessant, dass es eigentlich ein permanentes Reuchlin-Gedenken gibt. Also schon zum 100., zum 200. Todestag gibt es immer wieder ein Reuchlin-Gedenken. Ein Höhepunkt hat es dann während der Klassik. Also Herder äußert sich begeistert über Reuchlin. Es gibt ein Goethe-Gedicht auf Reuchlin. Und es ist immer dieser Augenspiegel, das Eintreten für die jüdischen Bücher, das Eintreten für die Toleranz, das tatsächlich nicht vergessen wird. Also insofern darf, glaube ich, die Bedeutung der Schrift jetzt auch nicht irgendwie überhöhen, aber es ist ein Text, der in dieser ganzen Geschichte sozusagen zwischen Juden und Christen und aber auch im europäischen Selbstverständnis, dass irgendwann man ja in Europa mal merkt, dass Toleranz ein Wert ist und dass man sich darüber auch definieren kann. Und da spielt der Bezug auf Reuchlin immer eine zentrale Rolle. Also ich würde schon sagen, also Reuchlin ist irgendwie präsent, also sicherlich nicht der absolut dominante Akteur in der Nachwirkung, aber jemand, an den immer wieder erinnert wird und an den man immer wieder auch sich positiv orientieren kann, wenn man selber eben für Toleranz eintritt oder meint, man wird von Intoleranten verfolgt. Ja, guten Abend. Ich hätte noch eine Frage. Also Sie hatten ja deutlich gemacht, dass es Reuchlin mehr um diesen gelehrten Aspekt dieser ganzen Frage der Bücher der Juden geht. Und er war ja jetzt auch mehr Jurist als Theologe.
Sie haben aber in einem Halbsatz noch erwähnt, dass man irgendwann erkennen kann, dass er sich mit dem den Talmud auch wirklich gelesen hat. Also inwieweit hat er sich wirklich mit dem religiösen Leben der Juden beschäftigt? Also kann man das überhaupt rauslesen? Konnte er darüber schreiben, dass er sich mit sowas beschäftigt? Oder also hat das getan erstmal und konnte er darüber auch schreiben? Ja, das war meine Uhr. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu rekonstruieren. Also Reuchlin ist zunächst mal jemand, der sich für Bücherwissen interessiert. Er hat mit gar nicht so vielen Juden Kontakt. Also die beiden prominentesten habe ich ihn genannt, das sind nämlich seine jüdischen Lehrer. Mit denen tauscht er auch Briefe aus, aber insgesamt hat er nicht mit vielen Juden Kontakt und er äußert sich auch teilweise durchaus, jetzt nicht wirklich klassisch judenfeindlich, aber so ein bisschen desillusioniert über das, dass er einfach unter den zeitgenössischen Juden im Reich, also nördlich der Alpen, keinen gleichwertigen Gesprächspartner findet. Die sind ihm alle nicht gebildet genug. Für das tatsächliche jüdische rituelle Leben hat er sich überhaupt nicht interessiert. Also das Praktizieren der jüdischen Religion hat ihn gar nicht interessiert. Was ihn interessiert, ist die rabbinische Überlieferung und eben diese kabbalistische Tradition. Also er liest im Grunde das Judentum als Wissensspeicher und als Tradition, die hilft, die Bibel zu verstehen, die Sprachwissen hat und die eben noch diese Geheimoffenbarung hat. Das ist das für ihn Wichtige. Dass die jüdische Religion interessiert ihn aktiv nicht. Allerdings sagt er ganz deutlich, auch im Ratschlag, man soll die Juden ihre Riten praktizieren lassen, denn das schadet niemandem. Also es interessiert ihn nicht besonders, aber er sagt ganz deutlich, warum soll uns das eigentlich interessieren? Also kirchenrechtlich ist das eine relativ klare Sache, die dürfen ihre Riten praktizieren, wenn sie damit keinen Schaden anrichten. Und dafür tritt er ein. Also er tritt für eine Freiheit der Juden ein, auch ihre Religion zu praktizieren. Da ist er sehr offensiv. Selber ist er dem dann aber sozusagen nicht weiter intellektuell nachgegangen. Ihn interessieren wirklich die Bücher. Also er ist ein Mann der Bücher und der gelehrten Bildung. Also er geht an das Judentum als Humanist ran, aber auch als Christ. Also ihn interessiert schon eben diese angeblich verborgenen christlichen Wahrheiten in der jüdischen Überlieferung. Gibt es sonst noch eine Frage? Da hinten. Ich komme mal kurz. Nee, das ist wichtig für den Livestream. Können Sie vielleicht, also Herr Willi hatte ja das Buch von Max Brod erwähnt, können Sie vielleicht noch was kurz sagen zur jüdischen Rezeption von Reuchlin? Also, es ist eine sozusagen zweiteilige Frage. Ich sage auch gerne noch mal zwei, drei Sätze zu dem Buch von Max Brod. Also tatsächlich, ich hatte das eben schon mal angedeutet, wir wissen bereits im 16. Jahrhundert, gibt es Joel von Rosenheim zum Beispiel 1550 sehr positive Aussagen über Reuchlin. Also man erinnert tatsächlich auch im Judentum Reuchlin als jemand, der für die jüdischen Bücher eingetreten ist. Und das hält sich eigentlich so durch. Und das Reformjudentum im 19. und 20. Jahrhundert ist beispielsweise an so Reuchlin-Feiern immer sehr aktiv beteiligt. Das Jubiläumsjahr, ich glaube 1922, das wird ganz prominent in der Synagoge in Pforzheim begangen. Also da gibt es sozusagen eine Hochschätzung und zum Beispiel Heinrich Grätz, der eine monumentale Geschichte des Judentums geschrieben hat im 19. Jahrhundert, für den ist Reuchlin einer der wenigen positiven Aspekte. Einer der wenigen positiven Aspekte in der gesamten christlich-jüdischen Geschichte, die aus seiner Sicht eine desaströse Geschichte ist. Und der erste moderne Reuchlin-Biograf, Geiger, der kommt selbst, es ist zwar Christian geworden, kommt aber selber aus einer reformjüdischen Familie. Und man kann sehen, der ist eigentlich eher Literaturwissenschaftler, es war ein Goethe-Fachmann, der interessiert sich aber eben auch für Reuchlin und
eindeutig als jemand, der tatsächlich das Judentum akzeptiert hat. Dieses Buch von Brot, das ist in den 50er Jahren entstanden, das ist ein nicht ganz unproblematisches Buch, ist toll geschrieben, also macht Spaß zu lesen, aber es ist kein wissenschaftliches Buch, es ist keine wissenschaftliche Biografie, in manchem sehr veraltet und der Erfahrungshintergrund ist tatsächlich die Shoah und Brot versucht sozusagen rauszufinden, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Und er montiert sehr scharf Reuchlin als einen der ganz wenigen, der sich irgendwie mal für das Judentum eingesetzt hat, gegen eigentlich diesen überbordenden Judenhass. Einerseits eben von diesen Kölner Theologen, aber er gibt auch ein sehr negatives Bild zum Beispiel von Leuten wie Erasmus, das sicher zu düster ist und zeigt eigentlich im Grunde das als so ein, also der Kampf, den er im Titel hat, ist ganz programmatisch sozusagen, auch als Rückbezug auf Hitlers Mein Kampf. Das ist nämlich tatsächlich der Versuch, das Positive in der jüdisch-christlichen Geschichte und vor allem das Negative gegeneinander abzugrenzen. Das macht das Buch einerseits zu einer interessanten Lektüre, aber eben auch zu einem schwierigen Buch, weil es eben sehr wenig differenziert. Aber da sieht man eben auch, dass durchaus Reuchlin auch fürs neuere jüdische Selbstverständnis ein wichtiger Bezugspunkt ist. Allerdings gibt es immer auch eine Kritik an Reuchlin, vor allen Dingen an seinen kabbalistischen Positionen. Und die kabbalistischen Positionen finden früh auch im Judentum eine massive Kritik, weil man da natürlich sieht, dass im Grunde ein Christ sich eigentlich das jüdische Wissen aneignet für christliche Zwecke. Und da ist die Rezeption eine ganz kritische. Da ist noch... Ja, zunächst mal auch von mir noch. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hatte nur eine ganz kurze Frage, weil Sie jetzt gerade am Schluss erwähnt hatten, dass sich von jüdischer Seite immer wieder Gelehrte kritisch geäußert haben über die Kabbala-Schriften von Reuchlin. Gibt es Äußerungen von Scholem zu Reuchlin? Ja, Scholem hat sich, über die Kabbala, die Geschichte der Kabbala sehr verdient gemacht. Und Scholem war Reuchlin-Preisträger. Also die Stadt Pforzheim verleiht seit den 50er Jahren den Reuchlin-Preis und Scholem war der zweite oder dritte Preisträger. Und Scholem hat eine Rede gehalten, das müssen Reuchlin-Preisträger so. Und der erste Satz, ich kann ihn jetzt nur paraphrasieren, aber der ist so in dieser, also Scholem war ja ein großartiger Autor, der sagt, also wenn ich an Wiedergeburt glauben würde, dann würde ich sagen, wäre der wiedergeborene Reuchlin. Und also Scholem bezieht sich ganz positiv auf Reuchlin und tatsächlich gelingt es Scholem, also einem singulären Kenner der hebräischen Kabbala, viele der Vorlagen von Reuchlin zu identifizieren. Also insbesondere einen ganz zentralen Kodex, der sich heute in New York befindet, im hebräischen Seminar dort, den identifiziert er als eine der Vorlagen. Also es ist jemand, der immer wieder zu Reuchlin zurückkommt und eigentlich sich sehr interessiert mit dieser christlichen Kabbala auseinandersetzt. Teilweise auch kritisch, also er zeigt auch die ganzen Verkürzungen, Missverständnisse der christlichen Kabbala auf, aber ihn interessiert das vor allen Dingen als intellektuelle Bewegung. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie so rege zugehört, aber auch am Ende Fragen gestellt haben und Aspekte konnten so noch etwas mehr beleuchtet werden. Ganz herzlichen Dank, Herr de Boer, auch, dass Sie mit Ihrer Präsenz und mit Ihrem mitreißenden Vortrag, würde ich mal sagen, es war wirklich äußerst spannend, hier heute Abend Ich freue mich, dass Sie auch hier in Tübingen noch übernachten werden. Wir haben schon vereinbart, dass Sie morgen vielleicht mit Ihrer Frau noch in die Buchhandlung kommen, unbedingt, in die Wilhelmstraße 8. Ja, ganz herzlichen Dank. Da werden wir uns dann wiedersehen. Für heute Abend will ich vielleicht noch an Folgendes anknüpfen. Sie haben ja gesagt, dass durch die ganzen Jahrhunderte hindurch Reuchlin und vor allen Dingen auch sein Augenspiegel irgendwie nie ganz in die Vergessenheit gekommen ist, also eigentlich eine Gelegenheitsschrift, ein Gutachten für den Kaiser, was zunächst nur handschriftlich vorlag, dann durch diesen Angriff, den er erfahren hat, publik gemacht
und dann über die Jahrhunderte hindurch nicht aus dem Bewusstsein der Menschen gegangen. Das fordert ja geradezu auf, das immer wieder auch neu herauszubringen. Das ist nicht so oft geschehen, aber doch im Ende des 20. Jahrhunderts eben mit dem DTV-Buch von Schwab, da findet sich eine deutsche Übertragung des Gutachtens auch drin. Aber als das dann schon längst vergriffen war, ist es mir so vor Augen gestanden, das muss eigentlich als Reklam rauskommen. Als Reklamheft zu einem günstigen Preis, in der Originalsprache mit einer zeitgemäßen Übersetzung, ein paar Anmerkungen, sodass es wirklich zur Verfügung steht für jeden, der sich dafür interessiert, dass es auch in Schule und Universität präsent sein kann und dass es eine weite Verbreitung findet. Ich denke, fürs 21. Jahrhundert ist diese Schrift auf jeden Fall jetzt auch erstmal gerettet, die einst ja auch verbrannt wurde, indem es als Reklamheft vorliegt. Und ganz herzlichen Dank auch in dem Kontext an alle, die sich dafür eingesetzt haben. Hier ist Herr Vollmer vom Reklamverlag, Herr Lewalter. Ganz herzlichen Dank auch an Sie beide, dass Sie heute Abend da sind und dass Sie sich, wie ich weiß, auch dafür stark gemacht haben. Nun möchte ich Sie noch einladen, ein bisschen zu verweilen, wenn Sie möchten. Der Büchertisch lädt ein, dann auch noch mal nach den Büchern zu schauen, die wir erwähnt haben. Und ansonsten herzlichen Dank an Sie alle und kommen Sie gut heim. Auf Wiedersehen.